Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich die 79. Sitzung eröffne, gestatten Sie mir bitte einige organisatorische Vorbemerkungen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen. Darüber hinaus kann die Übertragung live auf den Intranet-Seiten des Bundestages oder über die Bundestags-App auf PCs und mobilen Geräten verfolgt werden. Im Anschluss an diese Sitzung wird die Aufzeichnung dauerhaft auf den Seiten des Bundestages im Internet zur Verfügung stehen. An alle, die per Videokonferenz teilnehmen, bitte ich Sie, bereits jetzt darauf zu achten, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht gerade das Wort haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne nun die 49. Sitzung des Petitionsausschusses und begrüße sehr herzlich alle Anwesenden. Besonders begrüße ich natürlich die Petentin Frau Maria Sophie Elisa Beimen und ihre Begleitung, die Frau Napiala. Herzlich willkommen bei uns. Darüber hinaus begrüße ich die Frau Staatssekretärin Egin Deligösch aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere Sitzung am Fernsehen oder im Internet verfolgen, heiße ich ebenfalls herzlich willkommen. Ich möchte Sie darum bitten, während der Sitzung von Beifalls- oder Missfallensbekundungen jeglicher Art zurufen oder klatschen abzusehen. Ferner mache ich rein vorsorglich darauf aufmerksam, dass es nicht gestattet ist, Spruchbänder oder Transparente zu entfalten bzw. Informationsmaterial zu zeigen oder zu verteilen. Schließlich weise ich Sie darauf hin, dass private Film- oder Tonaufzeichnungen nicht gestattet sind, und bitte schalten Sie nun auch Ihre Mobiltelefone auf lautlos. Ich begrüße auch die anwesenden Journalistinnen und Journalisten und hoffe auf eine interessante und anregende Berichterstattung. Darüber hinaus möchte ich Sie zur heutigen Sitzung kurz folgenden Hinweis geben. Bei der Fraktion der FDP gibt es einen Mitgliederwechsel. Die Kollegin Bubendorfer-Licht scheidet als stellvertretendes Mitglied aus, und sie vertritt heute der Herr Kollege Prof. Dr. Ullmann. Im Kreis der Obleute ist vereinbart worden, dass sich der Sitzungsablauf an demjenigen der öffentlichen Sitzungen der 19. Wahlperiode anlehnt. Dies bedeutet, dass zunächst jeweils die Petentin Gelegenheit bekommt, ein kurzes Eingangsstatement zu halten, circa 5 Minuten, und nachfolgend die Ausschussmitglieder in mehreren Runden die Gelegenheit zu Fragen an die Petentin und die Bundesregierung erhalten, wobei in der ersten Runde zunächst die Berichterstatterinnen und Berichterstatter das Wort erhalten. Die Fragesteller bitte ich, von langen Eingangsstatements abzusehen und auf maximal sich 2 Fragen zu beschränken, entweder an die Petentin und oder an die Bundesregierung. Gesamtdauer 2 Minuten. Ich hoffe, es hat jetzt jeder mal gehört. 2 Minuten. Und Frau parlamentarische Staatssekretärin Egin Deligösch bitte ich, die Fragen jeweils direkt im Anschluss zu beantworten. Als wenn es eine Frage an die Bundesregierung gibt, dann sind Sie als Erstes an der Reihe. Gibt es hierzu Fragen oder Anmerkungen? Das sehe ich ist nicht der Fall. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass dieser Ausschuss heute keine abschließende Entscheidung in dem zugrunde liegenden Petitionsverfahren trifft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme nun zu der ersten für die heutige Sitzung vorgesehenen Petition zum Thema Freiwilligendienste. Diese Petition haben 101.954 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden. Herzlichen Glückwunsch erst einmal dafür, dass Ihre Petition so viel Aufmerksamkeit erreicht hat. Und entsprechend dem vereinbarten Ablauf darf ich nun zunächst Frau Beimen, Sie als Petentin, bitten. Sie haben das Wort. Bitte schön. Dankeschön für das Wort. Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende, werte Mitglieder des Petitionsausschusses, liebe ZuschauerInnen. Mein Name ist Marie Beimen. Ich bin 19 Jahre alt und ich habe im letzten Jahr ein freiwilliges soziales Jahr auf einer Pflegestation eines Krankenhauses in Schwerte in Nordrhein-Westfalen geleistet.
Dass ich heute hier die Ehre habe, zu sprechen, verdanke ich den vielen Freiwilligendienstleistenden, die im Juni und Juli im ganzen Land Unterschriften gesammelt haben. Wir alle setzen uns mit größter Motivation dafür ein, um Freiwilligendienste im In- und Ausland zu verbessern. Und dafür haben wir sehr viel Zuspruch und Unterstützung erhalten. Als junge Menschen haben wir in wenigen Wochen eine bundesweite Kampagne und diese Petition ins Leben gerufen, die überall Träger, Jugendorganisationen, Wohlfahrtsverbände und die Zivilbevölkerung ermutigt hat, für die Freiwilligendienste aktiv zu werden. Selbst meine eigene Oma hat 50 Unterschriften gesammelt und die ist 85 Jahre alt, möchte ich an der Stelle erwähnen. Ich bin auf diesen gemeinsamen Erfolg sehr stolz und genauso dankbar für die viele Unterstützung. Als wir die Petition gestartet haben, wollten wir die aktuell schlechten Bedingungen in den Freiwilligendiensten endlich verbessern. Wir konnten nur mit völligem Unverständnis, Entsetzen und Empörung reagieren, als fast zeitgleich mit dem Erreichen des Quorums von 50.000 Unterschriften die Bundesregierung den Haushalt und damit die Kürzung von 78 Millionen Euro für die Jugend- und Bundesfreiwilligendienste veröffentlicht hat. Über 100.000 Menschen sehen eine Notwendigkeit in besseren und gerechteren Freiwilligendiensten und die Bundesregierung antwortet darauf mit einer Streichung von bis zu 25% aller Mittel. Ich frage Sie, was ist das für eine politische Botschaft? Wenn ich jetzt also über unsere Ideen für einen besseren Freiwilligendienst spreche, möchte ich zu bedenken geben, dass die aktuellen Kürzungspläne jegliche Form von Verbesserung zunichte machen werden. Besonders bedauern wir die aktuelle Schwerpunktverschiebung, denn durch die drohenden Kürzungen müssen wir nun zuallererst uns einsetzen, dass die aktuell schlechte Lage nicht noch schlechter wird. Dabei sind gut ausgebaute Freiwilligendienste ein wahrhaftiger Schatz für unsere Gesellschaft. Wir Freiwillige profitieren von den vielen Erfahrungen, die unsere Persönlichkeit stärken. Die Einrichtungen, in denen wir eingesetzt sind, profitieren von unserer Arbeit und binden potenzielle Fachkräfte. Stichwort Fachkräftemangel. Drittens, die Freiwilligendienste stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bieten einen Raum, in dem demokratisches Miteinander täglich erprobt und gelebt wird. Unsere Träger nennen das ganz gerne einen Gewinn hoch drei. Aber zur Wahrheit gehört auch, weil die Politik nicht bereit ist, die Rahmenbedingungen zu verbessern, wird der Freiwilligendienst immer exklusiver. Die Politik schafft Zugangsbarrieren und verhindert Teilhabe, weil viele Menschen, die sich im Freiwilligendienst engagieren wollen, sich das schlichtweg nicht leisten können. Wir brauchen deshalb endlich ein Taschengeld, das den Lebensunterhalt von uns Freiwilligen absichert. Wir plädieren dabei für eine Anhebung des Taschengeldes auf BAföG-Niveau. Das ist dringend notwendig, denn viele von uns Freiwilligendienstleisten leiden unter den inflationären Preissteigerungen. Das Gleiche gilt für die Unterstützung bei der Mobilität. Die dort anfallenden Kosten, teilweise um überhaupt zur Einsatzstelle zu gelangen, verschärfen den Geldmangel von uns Freiwilligen. Die kostenlose Bereitstellung eines Deutschlandtickets und Freifahrten im Fernverkehr wären eine massive Entlastung für uns und ein angemessenes Zeichen der Wertschätzung für unser Engagement. Das funktioniert bereits bei der Bundeswehr und ich meine, leisten wir Freiwilligen nicht genauso wie die Bundeswehrsoldatinnen einen wertvollen Dienst für die Gesellschaft? Weitere Probleme entstehen durch die strukturelle Benachteiligung für Menschen aus finanziell schwachen Familien. Der Zugang zum Wohngeld ist für Freiwillige sehr schwierig, denn ohne zusätzliches Einkommen reicht das Taschengeld alleine häufig nicht aus, um überhaupt Wohngeld beziehen zu können. Sie sind zu arm fürs Wohngeld. Dazu kommt die ungerechte Anrechnung des Taschengeldes auf Sozialleistungen, die Eltern oder Geschwister zustehen. All diese Missstände und Zugangsbarrieren zeigen doch, es fehlt an wirklicher Anerkennung für die Freiwilligendienste, gerade in der Politik. Die vorgeschlagenen Kürzungen sind da der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. In vielen Bereichen sind wir Freiwillige mittlerweile oft unverzichtbar. Die Bundespolitik muss sich ernsthaft die Fragen stellen, ob unsere Gesellschaft den Verlust von bis zu 35 Freiwilligen, mit denen wir durch die Kürzung kalkulieren können, verkraften kann. Den Verlust von Freiwilligen in der Pflege, in der Kita, in der Grundschule und anderen Bereichen. Oder ob sie nicht lieber endlich so gute Rahmenbedingungen schaffen will, damit alle jungen Menschen, die sich engagieren wollen, das auch tatsächlich können und wir das gesellschaftliche Potenzial umfassend nutzen können. Dass wir bereits jetzt in einigen Formaten und Regionen mehr Interessentinnen als Plätze haben, ist ein großes Zeichen für eine junge Generation, die sich grundsätzlich engagieren will. Warum schaffen wir es nicht, allen Menschen zum Beispiel im Freiwilligen Ökologischen Jahr einen Platz anzubieten? Immer wieder wird von der Politik gefordert, dass sich junge Menschen mehr engagieren sollen. Das wollen wir, aber wir brauchen jetzt gute Rahmenbedingungen im Freiwilligendienst und einen Ausbau des Angebotes. Aber keinenfalls ein Wegstreichen und Einsparen. Die Kosten, die Sie damit einsparen wollen, stehen in keinem Verhältnis zu dem Schaden, der dabei entsteht.
und noch können wir diesen Schaden verhindern. Daher bitten wir Sie inständig um Ihre Unterstützung. Unterstützen Sie uns im Kampf gegen die katastrophalen Haushaltskürzungen und in unserem Einsatz, um den Freiwilligendienst zu stärken. Lassen Sie uns eine höhere und anrechnungsfreie Bezahlung bewirken und Zugangsbarrieren real abbauen, um jeden Menschen, unabhängig seines sozialen Hintergrunds, diese wertvolle Erfahrung zu ermöglichen. Also ein Freiwilligendienst für alle, die das wollen. Denn nur so stärken wir nachhaltig unsere Demokratie, unseren Gemeinsinn und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir Freiwillige, wir als Gesellschaft, wir alle, wir zählen auf Sie. Vielen Dank. Frau Ballmann, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich komme nun in die erste Fragerunde und möchte zuerst den Berichterstatterinnen und Berichterstatter das Wort geben. Herr Kollege von Malotki von der SPD-Fraktion, bitte. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Danke auch an die Petentin und alle Freiwilligen, die das auch auf die Beine gestellt haben. Also ich kann, glaube ich, für den gesamten Ausschuss sprechen, dass wirklich einfach bewundernswert ist, was Sie dort sozusagen erreicht haben und auch sich engagiert haben, neben dem Freiwilligendienst, den Sie ja zum Beispiel im Krankenhaus geleistet haben. Ich hätte zwei Fragen an Sie und Ihre Begleitung. Das erste betrifft die materiellen Bedingungen. Sie stellen ja darauf ab, ein höheres Taschengeld. Können Sie vielleicht einmal sagen, was macht der aktuelle Zustand mit der Zusammensetzung vielleicht der Freiwilligen, der sozialen Zusammensetzung? Und aber auch, wie ist die Lage einer Freiwilligen oder eines Freiwilligen mit dem aktuellen Taschengeld? Und das Zweite wäre, Sie haben die Kürzungen angesprochen. In der Haushaltsdebatte habe ich so wahrgenommen, dass von vielen Seiten auch gesagt wurde, wir wollen da was machen, gerade der Koalition. Können Sie mal sagen, was würden diese Kürzungen von 30.000 Stellen auslösen in den Einsatzstellen? Dankeschön. Dankeschön, Herr von Malotki. Frau Beimann, bitte. Ja, Herr von Malotki, vielen Dank für die Frage. Ich starte mal mit dem Thema Taschengeld. Würden Sie bitte erstens einmal das Mikrofon zu sich runterziehen, dann verstehen wir Sie bitte. Ah, so, und wenn Sie bitte noch mal Ihren Namen sagen, damit wir wissen, dass die Begleitung jetzt spricht. Danke, ja, ich habe schon gesehen, Entschuldigung. Christina, ja. Piralla, Sprecherin des Bundesarbeitskreises FSJ und hier heute als Fachbegleitung für die Petentin Marie Beim. Genau, also Sie sprachen einmal das Thema Taschengeldhöhe an und Taschengeldleistung. Tatsächlich ist es so, dass Freiwillige, wir reden in dem Freiwilligendienst nicht von Taschengeld, sondern von einen Lohn sozusagen, und der bemisst sich immer an der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Das heißt, es gibt eine Obergrenze, die liegt bei zurzeit knapp 930 Euro. Fakt ist aber auch, dass die allerwenigsten Freiwilligen diese Obergrenze des Taschengeldes erhalten. Sie bekommen quasi eine Art Lohn und dann nochmal Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung. Und das ist dann quasi die Gesamtsumme des Taschengeldes. Das ist aber sehr, sehr individuell und unterschiedlich, je nach Einsatzbereich, je nach Einsatzstelle und je nach Träger und je nachdem, wie die jeweilige Refinanzierung ist. Dankeschön. Kürzung? Zu den Kürzungen waren noch Fragen? Genau, zu den Kürzungen, Auswirkungen für die Einsatzstellen und für die Träger. Für die Freiwilligen kann vielleicht Marie noch kurz was zu sagen aus ihrem persönlichen Dafürhalten. Also für die Einsatzstellen sind die Kürzungen, die geplant sind, mit 25% im nächsten Jahr und dann nochmal weitere Prozent, insgesamt dann 35, gravierend. Es werden bis zu jeder vierte Platz wegfallen, beziehungsweise jeder dritte. Und für die Einsatzstellen konkret heißt das, die Freiwilligen leisten ja zusätzliche Hilfstätigkeiten, wie es immer so schön heißt. Das heißt, es wird keine Einsatzstelle zusammenbrechen, weil kein Freiwilliger da ist. Aber alles, was quasi ein Leben lebenswert macht, also Spaziergänge mit älteren Leuten im Park, Ausflüge am Nachmittag ins Seniorenkino, Zeit nehmen zum Vorlesen in der Pflegeeinrichtung, all diese Dinge werden wegfallen, wenn keine Freiwilligen mehr vor Ort da sind. Und die Fachkräfte, wie wir alle wissen, es gibt Bereiche, da gibt es Fachkräftemangel, ja, und da leisten insbesondere Freiwillige natürlich unwiederbringlich wertvolle Unterstützungstätigkeit für die einzelnen Bereiche. Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion. Der Kollege Edelhäuser, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende, Frau Bein und auch Ihre Begleitung. Die
Wir sind uns alle, glaube ich, hier in dem Gremium imstande und auch klar, dass das, was Sie leisten, alle, und wir haben ja viele auch Kontakt mit den Damen und Herren, die hier oben auch als Gäste mit dabei sind, was ihr für die Gesellschaft leistet, wie auch dieser vielbeschworene Zusammenhalt auch wichtig ist und natürlich auch für sich selber, dass Sie da eigentlich mitnehmen. Wir haben viele Vereine, die eigentlich nur noch mit Freiwilligendienstlern überleben können, in der Struktur her, gerade auch auf dem Land draußen. Da gibt es halt nicht mehr den, der halt 5 Jobs macht, sondern nur noch einen, und der ist dann hoffentlich ein Freiwilligendienstler. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Problem, oder wie kann man diese Strukturen überhaupt noch stärken, wenn es diese Kürzungen jetzt gibt, wenn es diese Unterstützungen auch dann vielleicht für diese Freiwilligendienste nicht mehr gäbe? Das wäre die Frage an Sie und an die Frau Dillinger als parlamentarische Staatssekretärin. Hätte ich folgende Fragen. Im Koalitionsvertrag vom November 2021 steht da drin, ich darf zitieren, die Plätze in den Freiwilligendiensten werden wir nachfragegerecht ausbauen, das Taschengeld erhöhen und die Teilzeitmöglichkeiten verbessern. Wunderbar. Wir werden den internationalen Freiwilligendienst stärken und das FSJ digital weiter ausbauen und aufbauen. Jetzt haben wir die 78 Millionen schon gehört und dann vielleicht auch noch darüber hinausgehende Kürzungen. Welche Maßnahmen plant denn die Bundesregierung, um sicherzustellen, dass durch diese Kürzungen in der Qualität oder auch im Umfang der Freiwilligendienste ja der Nutzen für unsere Gesellschaft, der vielbeschworene, einfach nicht zu kurz kommt, beziehungsweise dass der einfach erhalten bleibt? Und die zweite Frage ist, wie denken Sie denn, das Ganze sicherzustellen als Bundesregierung, dass wir haben ja gehört, dass wir das über alle gesellschaftlichen Schichten, wir wollen das inklusiv machen, also auch körperlich, geistig, vielleicht eingeschränkte Persönlichkeiten, dass man auch da die Teilhabe bewerkstelligen können, wenn diese Mittel einfach so massiv gekürzt werden. Wie soll das in der Praxis denn funktionieren? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Edelhäuser. Frau parlamentarische Staatssekretärin Dillinger, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Weimer, liebe Petentinnen und Petenten auch hier im Raum und liebe Frau Vorsitzende, auch ich möchte mich dem anschließen, ein großes Dankeschön an alle Freiwilligen und auch Bundesfreiwilligendienstleistenden in diesem Land auszurichten. Wir bei uns im Haus ist es selbstverständlich, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, die Möglichkeiten von Freiwilligen weiterhin zu unterstützen und auch ihre Interessen bestmöglich zu vertreten. So auch geschehen bei den letzten Haushaltsverhandlungen. Jetzt gibt es aber Kriterien, die nicht sozusagen unserer Gestaltungsmöglichkeiten liegen. Und das ist die Entscheidung aus dem Bundesfinanzministerium, bestmöglichst die Haushaltsmittel des Bundes zu wirtschaften. Und das hat zur Folge, dass auch wir bei uns im Etat entsprechend Kürzungen vornehmen müssen. Über die reden wir. Das bedauern wir zutiefst. Wir würden gerne über andere Sachen reden, aber die Lage ist nun mal so, wie sie ist. Und nichtsdestotrotz geben wir nicht auf und arbeiten an vielen Stellen weiter. An der Stelle danke Herrn Edelhäuser noch mal für mich die Gelegenheit, hier darzustellen. Wir haben bereits ein Gesetz im Verfahren. Das ist in Verbände- und Ressortanhörung. Dort sind genau diese Punkte drin, die Sie gesagt haben. Wir möchten in dem Bereich Teilzeitmöglichkeiten auch ohne spezielle Begründung im Einvernehmen mit den Trägern Organisationen herstellen. Das ist der eine wichtige Punkt, der in diesem Gesetzentwurf drin ist. Und das zweite ist, wir möchten die Zuverdienstmöglichkeiten für Freiwillige erhöhen, von übrigens derzeit 438 Euro auf 584 Euro. Auch das ist ein Tatbestand des Gesetzentwurfs. Darüber hinaus möchten wir die Kürzungen möglichst so weit abfedern, sodass es möglich ist, vieles andere möglich zu machen, wie zum Beispiel mehr Inklusion in diesem Bereich. Das geht auch oftmals um Rahmenbedingungen des Arbeitens. Und nicht immer geht es um Geld, sondern tatsächlich um die Bedingungen. Und wir verhandeln mit den Ländern auch über die ÖPNV-Mittel und Bahnkosten. Zum Beispiel gerne, sage ich Ihnen da Näheres dazu, auf Nachfrage. Ich will die Zeit auch nicht überstrapazieren. Aber Sie können sich sicher sein, in der Priorität sind die Freiwilligendienste bei uns sehr weit oben. Und daran arbeiten wir auch. Die Zahlen, die der Kollege Malotny gesagt hat, dass es zu 30.000 Stellenkürzungen geben wird, die kann ich so, wie ich das auch im Ausschuss des Familienausschusses gesagt habe, so nicht bestätigen. Diese Zahlen, was es denn de facto am Ende sein wird, wie viele Kürzungen das sind, das werden wir wahrscheinlich erst im November Ihnen präsentieren können. Dankeschön, Frau Staatssekretärin Dillinger. Bitte, Frau Beimer, bitte. Vielen Dank für die Beimen, Entschuldigung. Ich habe Ihnen vielen Dank für die Frage. Einmal ganz kurz zur Erläuterung. Was bedeuten die Kürzungen explizit für die Einsatzstellen? Man kann davon ausgehen, dass wenn gekürzt wird, natürlich Einsatzstellen abgebaut werden müssen. Das heißt, im Umkehrschluss kann ein geringeres Platzangebot zur Verfügung gestellt werden.
Zudem wird natürlich die Einsatzstellendiversität abnehmen, weil gerade zum Beispiel besondere Einsatzstellen, die jetzt nicht so groß vertreten sind, können mit diesen expliziten Kürzungen gar nicht mehr so viele Freiwillige einstellen. Das heißt, wir haben auch eine Abnahme der Diversität. Und zudem muss natürlich auch irgendwie bei pädagogischem Personal gekürzt werden. Und das ist besonders schlimm, gerade für uns Freiwillige, weil wir profitieren maßgeblich von dieser engen pädagogischen Betreuung. Also zusammenfassend kann man sagen, geringeres Platzangebot plus Abnahme der Einsatzstellendiversität plus der erhebliche Qualitätsverlust durch den Wegfall von der engen Betreuung und halt auch nicht mehr der Möglichkeit, auf Sonderwünsche einzugehen, bedeutet schlussendlich, dass der Freiwilligendienst halt noch unattraktiver wird, als er aktuell ist. Und dementsprechend können wir dann davon ausgehen, dass noch weniger Menschen einen Freiwilligendienst machen werden. Genau, und jetzt würde ich einmal noch an Frau Napirella abgeben, bitte. Ja, vielen Dank, Marie. Ich würde tatsächlich noch mal sehr gerne ergänzen. Also, Frau Dedigüß, Sie haben gesagt, es geht nicht immer nur um Geld. Da mögen Sie recht haben, aber insbesondere in den Freiwilligendiensten, all die Herausforderungen, die an uns als Träger und Zentralstellen herangetragen werden, das Thema Inklusion wurde genannt, das kostet einfach Geld, weil das mit einer erhöhten pädagogischen Begleitung und mit mehr Personal zwangsläufig einhergeht. Wenn wir den Qualitätsanspruch, den wir bis dato an Freiwilligendiensten hatten, weiterhin in der Größenordnung haben wollen. Wir sprechen uns auch ganz klar dafür aus, dass natürlich mehr Mittel in den Einzelplan 17 kommen müssen. Ja, uns geht es nicht darum, einzelne Sozialprogramme gegeneinander abzuwägen und eins wichtiger als das andere zu erachten, sondern uns würde es tatsächlich darum gehen, die Mittel zu verstetigen im ersten Schritt und insbesondere mehr Gelder in den Einzelplan 17 zu bringen. Das Thema Inklusion kommt wahrscheinlich nachher auch nochmal. Das ist für uns ein Riesenangebot, was wir auch sehr gerne als Zentralstellen und Träger geben würden. Und diese Teilzeitermöglichung, Sie haben es einmal kurz angesprochen, es gibt ja schon die Teilzeitgesetzgebung seit 2019. Das heißt, jeder Freiwillige darf einen Teilzeitdienst machen mit besonderen Gründen sozusagen. Das soll jetzt wegfallen. Das begrüßen wir grundsätzlich auch sehr, weil es tatsächlich eine Zielgruppe eröffnet, auch uns als Träger und Zentralstellen, die bis dato unterrepräsentiert ist. Allein die Umsetzung, ich habe schon einmal kurz angedeutet, kostet Geld. Und das ist tatsächlich mit den in Aussicht gestellten Mittelkürzungen für uns ein Riesenproblem, die Freiwilligendienste in der bisherigen Qualität umzusetzen. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Michaelsen, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser beeindruckenden Zahl Unterschriften. Es ist ja nicht oft, dass wir Petitionen mit so vielen Unterschriften hier hören. Ich würde zum einen noch mal vielleicht, falls Sie was haben, so ein bisschen ein persönlicher Eindruck interessieren. Kannten Sie Menschen, die gerne einen Freiwilligendienst gemacht hätten und woran ist das gescheitert, sozusagen vor allen Dingen finanziell oder eben auch an den Rahmenbedingungen? Und ich würde gerne eine zweite Frage stellen, wahrscheinlich eher an Ihre Begleitung, und zwar zur Frage mit Blick auf die Träger. Wir haben jetzt viel über die Einsatzstellen und die Freiwilligen gesprochen, und das ist ja auch richtig, aber dahinter steckt ja auch noch ein riesiger Apparat an Trägerorganisationen. Ich habe selbst mal für eine Organisation gearbeitet, die auch Freiwilligendienste organisiert hat. Und das sind ja Organisationen, die oft auch darüber hinaus konkret Demokratieförderung machen. Freiwilligendienste sind Teil davon, aber auch weitere Projekte und ein wichtiger Standbein zur Finanzierung dieser Organisationen sind dann eben auch diese Freiwilligendienste. Können Sie das benennen, was das für Auswirkungen haben wird? So eine Richtung in Sachen Personal, aber eben auch in Projekten über Freiwilligendienste hinaus, die davon betroffen sind. Es ist ja sehr richtig, dass das BMFSFJ auch klar abgewogen hat, eben gerade Demokratieförderung nicht einzuschränken. Aber das wird ja sozusagen mittelbar auch in diese Trägerorganisationen wirken. Deshalb sozusagen die Frage, wie Sie da die Auswirkungen vorhersehen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Michaelsen. Frau Beimen, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage an dieser Stelle. Ja, ich kann erzählen, dass ich Menschen in meinem Freiwilligendienst getroffen habe, die mir berichteten, dass sie es eben extrem schwierig hatten aufgrund des geringen Taschengeldes. Gerade in anderen Freiwilligendienstformaten habe ich gehört, dass manche nur 200 Euro monatlich bekommen. Das ist natürlich bei den inflationären Preisen, die wir haben, überhaupt nicht möglich, da überhaupt seinen Lebensunterhalt zu sichern, geschweige denn überhaupt noch eine kulturelle Teilhabe ausleben zu dürfen. Und es ist ja besonders schade, wenn diese Menschen dann aufgrund ihres Ehrenamtes, was sie für die Gesellschaft hergeben, gar nicht mehr am Gesellschaftsleben teilhaben können. Und ich habe in meiner Gruppe ein Mädchen gehabt. Sie wohnte bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Die Mutter hat Bürgergeld bezogen. Und
Ihr wurde monatlich, der Mutter wurde monatlich vom Bürgergeld ihr Einkommen bis auf einen geringen Selbstbehalt abgezogen. Und sie hat dann ihrer Mutter quasi wieder was von ihrem Taschengeld zurückgegeben, nicht weil die Mutter ihr das nicht gegönnt hat, sondern einfach, weil die Mutter natürlich auch irgendwie die Kosten weiterhin bezahlen muss. Und das finde ich schon sehr hart, denn wir reden hier über junge Menschen, die sich mit aller Leidenschaft und Motivation für unsere Gesellschaft einsetzen, alles geben und dafür dann nicht nur wenig zurückbekommen, wenn ich das so sagen darf, rein finanziell, sondern davon auch noch von ihrem ja wirklichen Hungerlohn noch einen Großteil abgeben müssen. Und da finde ich, ist es absolut verständlich und nachvollziehbar, wenn diese Menschen aufgrund dieser Benachteiligung halt weniger oft einen Freiwilligendienst anfangen oder den nach kurzer Zeit abbrechen müssen, weil es einfach nicht mehr tragbar ist. Ja, das würde ich jetzt noch weitergeben. Ja, vielen Dank für die Frage nach den Trägern. Tatsächlich ist die Trägerlandschaft quasi das zentrale Element in den Freiwilligendiensten. Man sieht häufig die Einsatzstellen, wo die Freiwilligen ihren Dienst machen. Man nimmt die Freiwilligen wahr, aber die ganze Trägerlandschaft, die sich dahinter verbirgt, ist immer im Hintergrund und macht aber wahnsinnig wichtige und gute Arbeit, wie ich persönlich finde. Genau, Sie fragen nach den Konsequenzen. Tatsächlich ist es so, ich war letzte Woche gerade beim Trägerbesuch, der hat mir sehr deutlich gespiegelt, wenn die Kürzungen in der Höhe kommen, finden Sie kein Personal, das sich auf diese Ungewissheit quasi einstellt, beziehungsweise das Personal, was jetzt schon da ist, überlegt ernsthaft, ob es noch bleibt, wenn es keinen Ausblick auf Verstetigung der Gelder gibt. Ganz klar ist aber auch, dass die Träger an der Qualität in den Freiwilligendiensten sparen werden. Also ein Freiwilligendienst lebt von der pädagogischen Begleitung. Dazu gehören insbesondere die 25 verpflichtenden Seminartage, die jeder Träger individuell ausgestaltet. Was wegfallen wird, sind Übernachtungsseminare, sind Exkursionen, sind externe Referenten. Also alles das, was so ein Freiwilligendienst neben der Tätigkeit in der Einsatzstelle als dieses besondere Berufs- und Orientierungsjahr, Lern- und Orientierungsjahr quasi darstellt. Und das ist natürlich, wir sehen es ja heute im besten Sinne, wofür ein Freiwilligendienst auch wertvoll ist. Wir sitzen im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages auf Initiative von Freiwilligen. Also auch an der Stelle von unserer Seite nochmal vielen Dank für das Engagement. Und besser kann man es ja gar nicht zeigen, wofür so ein Freiwilligendienst gut ist und wie wichtig der in der heutigen Gesellschaft und in der heutigen Zeit ist, brauche ich, glaube ich, auch nicht zu sagen. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP-Fraktion. Der Kollege Totenhausen, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, Professor Uhlmann lässt sich entschuldigen. Er ist spontan eben ausgefallen. Deswegen darf ich das mal und habe die Ehre zu fragen. Und es ist mir eine Freude, weil das Thema, ja, so wie man das auch merkt, hier bei uns ja allen ein wichtiges Thema ist, was auch behandelt werden muss. Und ich selber habe ja auch viele Freiwillige mal kennengelernt in Kindergärten, in Betreuungseinrichtungen, in Gesundheits- und Sozialberufen. Also es war immer toll zu sehen, wie motiviert diese jungen Leute an ihrer Sache sind. Und die haben sich integriert und haben mitgemacht, haben Freude gehabt daran. Und das hat mich auch mitbegeistert. Und meine Frage an die Frau Staatssekretärin der Bundesregierung. Sie haben da eben schon von gesprochen, dass ja einiges in Vorbereitung ist, einige Änderungen kommt. Wann ist denn mit einer Erweiterung bzw. Anpassung des freiwilligen Teilgesetzes zu rechnen? Es ist ja auch ein Zeitfaktor, der da kommen sollte. Und noch eine weitere Frage, die mich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und die eigentlich offen bei mir ist. Vielleicht können Sie die ja beantworten. Die Freiwilligen in den verschiedenen Bereichen, die leisten ja auch Arbeit. So, Arbeit, die ja umgesetzt wird, etc. Und die müsste ja wahrscheinlich sonst von anderen Arbeitskräften gemacht werden. So, ist das so? Muss dafür, wenn diese ausfallen würden, wenn es keine Freiwilligendienste gäbe oder Freiwilligen gäbe, mehr Personal eingestellt werden? Oder ist es tatsächlich so, dass die Freiwilligen eben zusätzliches Personal brauchen, weil sie eben Betreuung brauchen? Ich meine, das wäre ein Thema, was mich interessieren würde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Totenhausen. Frau parlamentarische Staatssekretärin Delegisch, bitte. Ja. Frau Vorsitzende, geschätzter Kollege, tatsächlich ist nicht der Auftrag der Freiwilligendienste, reguläre Stellen zu ersetzen. Bildung und Orientierung stehen im Vordergrund, gerade für junge Menschen. Sie wissen ja, wir haben mehrere Formen von Freiwilligendiensten, angefangen von Jugendfreiwilligendiensten über freiwilliges soziales Jahr, ökologisches Jahr, internationale Jugendfreiwilligendienste. Das sind übrigens alles Freiwilligendienste, die der Bund nicht ausschließlich finanziert, sondern auch die Länder und die Träger und auch europäische Mittel sind in der Kofinanzierung. Wir sind lediglich Zuschussgeber in diesem Bereich, anders bei den Bundesfreiwilligendiensten. Dort sind wir als Bund tatsächlich die Träger. Worüber wir ja heute reden, sind vorwiegend Jugendfreiwilligendienste. Und dort steht die Orientierung und Bildung im Vordergrund und nicht
der Übernahme des Jobs. Ich nehme das auch noch mal zum Anlass, um auf eine Sache aufmerksam zu machen. Wir haben ja nicht nur dieses Gesetz verändert, wir sind nicht gerade dabei, dieses Gesetz zu verändern. Das Ziel ist, dass es im Herbst im Verfahren kommt, sodass wir nächstes Jahr in Kraft treten, dann voranbringen können. Es wird natürlich immer vom parlamentarischen Verfahren abhängen, wie lange das dauert, aber das Ziel ist in Kraft treten nächstes Jahr. Und was wir schon geändert haben, ist das Bürgergeld. Demnach ist tatsächlich diese Gegenfinanzierung, was die Petentin angesprochen hat, bereits jetzt anders. Bis zu 25 Jahren dürfen Jugendliche bis zu 520 Euro zuverdienen und nicht mehr die 100 Euro, wie es bisher war. Ab 25 beträgt diese Zahl 250 Euro. Das heißt, die Zuverdienstgrenze ist dort deutlich gestiegen. Und das bringt mich dazu, Frau Vorsitzende, mich zu korrigieren. Ich habe vorhin Zuverdienstgrenze gesagt. Das ist ein falscher Begriff. Ich habe geredet über die Taschengeldobergrenze. Die wird dann mit diesem Gesetz bei 584 Euro liegen. Selbstverständlich stehen dann auch noch weiterhin die Mittel des Wohngeldes zusätzlich zur Verfügung. Das ist oberhalb dessen, was im BAföG-Höchstsatz eingeplant ist. Dort ist der Grundbedarf bei 452 Euro und 360 Euro Wohngeld. Das heißt, damit gibt es viel mehr Spielräume, in diesem Bereich zu agieren. Es hängt aber auch von den Trägern mit ab, ob wir diesen Schritt und diesen Weg auch gehen können. Wie gesagt, wir sind Zuschussgeber und nicht die alleinigen Träger. Danke schön, Frau Staatssekretärin. Das Fragerecht geht jetzt an die AfD-Fraktion. Der Kollege Brandes, bitte. Ja, sehr vielen Dank für das erteilte Wort, Frau Vorsitzende. Frau Beim, Ihnen ist ja gleich in zweifacher Hinsicht zu danken. Einmal, dass Sie sich freiwillig eingesetzt haben und dazu auch noch jetzt dieses Amt oder diesen Status erhalten wollen und sich für weitere Jugendliche einsetzen, die sich da vielleicht engagieren möchten. Ich hätte zwei Fragen. Eine Frage an die Frau Staatssekretärin, und zwar, welche Berechnungsparameter, zum Beispiel Gesamtzahl der Freiwilligen und die Einsatzzeiten, wurden für das Haushaltsjahr 2024 bezüglich des Freiwilligendienstes herangezogen und welche Berechnungsparameter davon führten zur Kürzung der Haushaltsmittel für den Freiwilligendienst? Und welche Gründe waren dafür ausschlaggebend, dem Freiwilligendienst Haushaltsmittel zu entziehen? Und an Sie, Frau Beim, hätte ich die Frage. Sie schreiben ja auch in Ihrer Petition, dass es auch an der nötigen Anerkennung und Wertschätzung für Freiwilligendienstleistende fehlt. Und wie empfanden Sie persönlich im Freiwilligendienst im Marienhospital in Schwerte das in dieser Hinsicht? Wurde Ihnen entsprechende Wertschätzung entgegengebracht? Vielen Dank. Dankeschön. Frau parlamentarische Staatssekretärin Deligös, bitte. Herr Kollege, wir haben die Vorgaben aus dem Finanzministerium gekriegt, die wir im Rahmen unserer Programmarbeit reduziert haben. Ich kann Ihnen sagen, was im Nachhinein immer noch in diesem Etat verbleiben wird. Bei dem BFD-Etat, wo wir, wie gesagt, tatsächlich die gesamten Kosten tragen, werden weiterhin 154,2 Millionen drin enthalten sein. Und im JFD-Etat, wo wir die Kürzung, die Zuschüsse an die Länder und die europäischen Mittel und das auch die Trägermittel hinzu darstellen, werden weiterhin 95,7 Millionen weiterhin enthalten sein. Das heißt, wir versuchen auch mit den Kürzungen sehr verantwortlich umzugehen. Wir sind auch mit den Trägern direkt in Kontakt, wie wir das Ganze abfedern können und wie wir zum Beispiel auch über die Änderungen des Gesetzes weitere Spielräume schaffen können. Das ist unser oberstes Ziel. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Deligös. Frau Beimen, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann sagen, in meiner Einsatzstelle konkret im Ringkrankenhaus habe ich eine unfassbar hohe Wertschätzung bekommen für meinen Dienst an der Gesellschaft und im Krankenhaus. Und auch bei der Petition habe ich unfassbar viel Unterstützung bekommen. Wir haben sogar die Zettel auf allen Stationen verteilt und alle waren sehr freudig und haben unterschrieben. Denn dort sehen, glaube ich, die Menschen am besten, wie wichtig wir Freiwillige sind, weil sie tagtäglich merken, was wir alles übernehmen können und was wir alles leisten. Also da kann ich sagen, ist die Unterstützung wirklich sehr, sehr groß. Die fehlende Wertschätzung, die wir, glaube ich, so ein bisschen bemängeln, ist außerhalb von unseren Einsatzstellen, ist in der gesamten Gesellschaft. Und das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass die Gesellschaft gar nicht so aufgeklärt darüber ist, was wir Freiwillige alles leisten und wo wir überhaupt überall eingesetzt werden. Wenn ich von meinem Freiwilligendienst erzähle, habe ich oft sowas gehört wie, ach ja, so ein Jahr Pause ist ja mal ganz nett. Oder, ja, wusstest auch nicht, was du nach dem Abi machen sollst. Ne? Das ist halt
für einen selber total schade, weil das passt nicht zu dem, was wir Freiwillige leisten. Wir leisten jeden Tag und das mit 150 Stunden Engagement im Monat oft einen großen Dienst an unserer Gesellschaft. Wir tragen in sozial starken, also wir tragen in Sozialsystemen dafür bei, dass diese Systeme weiterhin gut funktionieren. Wir helfen an Ecken aus, wo es wo eigentlich mehr Hilfe sein müsste, und da sind wir ganz, ganz wichtig. Und das wünschen wir uns einfach, dass das durch Wertschätzung mehr anerkannt wird. Und zum Beispiel wäre halt diese Möglichkeit, ein kostenloses ÖPNV-Ticket für uns Freiwillige, ein angemessenes Zeichen der Wertschätzung. Einfach als Dankbarkeit für das, was wir irgendwie für die Menschen leisten. Oder auch mal eine bundesweite Aufklärungskampagne, wo überhaupt Freiwilligendienste stattfinden können, um den Menschen die Vielfältigkeit und Diversität aufzuzeigen und auch die Wichtigkeit von uns Freiwilligen zu vermitteln. Das würden wir uns sehr, sehr gerne wünschen. Vielen Dank, Frau Beimann. Das Fragerecht geht jetzt an die Fraktion Die Linke. Der Kollege Pellmann, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, Frau Beimann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich nehme ja zur Kenntnis, dass es große Einigkeit hier im Ausschuss gibt, was die geplanten Kürzungen betrifft, da noch mal aktiv zu werden. Da komme ich aber gleich in einer zweiten Frage zu. Frau Beimann, ich habe eine konkrete Frage zu Ihrer Petition. Ich hatte dort von einem freiwilligen Dienstausweis gesprochen. Wäre ein solcher Dienstausweis für Sie eine Lösung, um Freiwilligen auch mehr Anerkennung zukommen zu lassen? Und wie würden Sie sich eine konkrete Umsetzung vorstellen? Und Frau Staatssekretärin, Sie haben ja ausgeführt, dass es noch das ein oder andere an zu verbessernden Gesetzen gerade im Abstimmungsverfahren sich befindet. Ich habe auch wie Herr Edelhäuser noch mal in den Koalitionsvertrag reingeschaut. Jetzt müssen wir trotzdem mal erklären, wenn weitere Aufgaben und eine qualitative Aufwertung des Freiwilligendienstes erfolgen soll, wie soll das funktionieren mit den derzeitig in Rede stehenden Mittelkürzungen? Und da ist mir wenig geholfen, wenn Sie den schwarzen Peter einem anderen Ministerium zuschieben. Ich glaube, hier ist die gesamte Koalition der Verantwortung. Vielen Dank, Herr Pellmann. Frau Staatssekretärin Delegös, bitte. Frau Vorsitzende, selbstverständlich übernimmt die gesamte Regierung die Verantwortung, wie es sich auch gehört. Ich habe Ihnen gesagt, welche Mittel weiterhin zur Verfügung stehen werden. Wir reden über 95,7 Millionen, die wir in diesem Bereich wirtschaften werden. Und wir möchten die Bedingungen der Freiwilligendienste weiterhin verbessern. Deshalb auch die Möglichkeit zur Teilzeit, einer erhöhten Inanspruchnahme der Taschengeldobergrenze. Und darüber hinaus stehen wir mit den Verbänden und den Trägerorganisationen im Gespräch, wie wir das alles noch besser machen könnten. Wenn der Haushalts Gesetzgeber, der ja der Deutsche Bundestag ist, anderweitige uns Möglichkeiten gibt, dann werden wir sie auch zugunsten von Freiwilligendiensten selbstverständlich einsetzen. Vielen Dank. Frau Beimann, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Zu dem Freiwilligendienstausweis, den gibt es bereits und ich habe auch einen bekommen. Allerdings hat man nicht wirklich so viele Ermäßigungen damit, dass man wirklich sagen kann, dass man davon umfassend profitiert. Das heißt, der Vorschlag ist durchaus gut, da müsste man aber sicherstellen, dass eine umfangreiche Ermäßigung halt in vielen verschiedenen Bereichen gewährleistet ist. Und zudem würde ich auch gerne noch mal hervorheben, die wirklich gute Möglichkeit mit dem kostenlosen deutschlandweiten ÖPNV-Ticket für die Freiwilligen, uns einfach allein schon finanziell zu entlasten, denn es fallen schon Kosten an, teilweise um überhaupt zur Einsatzstelle zu kommen. Und ich glaube, für die meisten wäre das bereits eine größte Entlastung und auch relativ schnell umsetzbar. Natürlich darüber hinaus wäre es auch schön, in weiteren Bereichen für das Ehrenamt mit Vergünstigungen belohnt zu werden. Genau. Zudem haben wir auch uns gewünscht, die Befreiung des Rundfunksbeitrags, wie es ja teilweise für BAföG-berechtigte Studenten der Fall ist. Davon würden wir Freiwillige mit unserem geringen Taschengeld natürlich auch profitieren. Dann würde ich jetzt einmal noch gerne an Frau Napiralla abgeben. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Frage. Ich würde ganz gerne noch mal Bezug darauf nehmen, was die Staatssekretärin gesagt hat, das neue Teilzeitgesetz, was kommen soll und jetzt gerade in der Verbändeanhörung tatsächlich ist, auch bei uns auf dem Tisch. Die ominöse Taschengeldobergrenze, die jetzt auch schon häufiger gefallen ist, ist tatsächlich theoretisch eine Variante, den Freiwilligendienst attraktiver zu gestalten. Allein man muss noch mal gucken, zu welchen Lasten das geht. Und das Taschengeld zu erhöhen, ist die eine Sache, aber es braucht eine Refinanzierung dieser Taschengeld. Höhe, weil ansonsten tragen es wieder die Träger, die Einsatzstellen und nicht der Bund sozusagen. Also aus meiner Perspektive ist es ein bisschen Feigenblatt. Es gibt quasi eine Möglichkeit, das zu tun. Es gibt auch die Möglichkeit, damit bis dato unterrepräsentierte Zielgruppen ins FSJ insbesondere, aber auch in den Bundesfreiwilligendienst zu holen. Aber ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt, es braucht eine verstärkte pädagogische Begleitung, wenn wir diese Zielgruppe adäquat mit dem jetzigen Anspruch, den wir an die Qualität der Freiwilligendienste haben, umsetzen wollen.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt wieder an die SPD-Fraktion. Der Kollege von Malotki, bitte. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Ich finde, bis jetzt wurde auch dargestellt, dass wir eigentlich hier wirklich einen Gewinn für die Gesellschaft haben und mit relativ wenig Mitteln sehr viel erreichen können. Und deswegen wäre meine Frage an Frau Beim und an Frau Napirella, wenn ich das richtig jetzt ausgesprochen habe. Vielleicht können Sie noch mal sagen, in der Kampagne, welche Freiwilligen haben da mitgemacht? Aus welchen Bereichen waren die? Also was haben die ganz konkret gemacht? Und Sie wissen es wahrscheinlich noch mal ganz genau, in welchen Bereichen arbeiten eigentlich Freiwillige und werden Freiwillige gebraucht? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, Sie haben das auch angesprochen in Ihrem Eingangsstatement, die Frage von beruflicher Orientierung. Wir reden ja sehr viel über Fachkräftemangel. Können Sie da vielleicht mal aus Ihrer persönlichen Sichtweise sagen oder Erfahrung sagen, was machen die Freiwilligen danach? Also stimmt es wirklich, dass sie dann in sozialen Berufen bleiben? Erreichen wir da was für die Fachkräftegewinnung in diesen Bereichen? Danke. Dankeschön, Herr von Malotki. Frau Beimann, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte gerne einmal nahelegen, wo wir Freiwillige überall aktiv sind und was das auch für die Menschen in den Einsatzstellen bedeutet. Denn neben den anfallenden Aufgaben, die wir Freiwilligen natürlich übernehmen können, sind wir einfach für die Menschen gerade im sozialen Bereich unfassbar wertvoll. Wir Freiwillige können zwar keine Fachkräfte ersetzen, aber wir können die völlig überarbeiteten Fachkräfte entlasten. Genau, und ich kann zum Beispiel sagen, wir können uns auch oft mehr Zeit nehmen für die Menschen. Also während meines FSJs im Krankenhaus habe ich viele ältere Patienten getroffen und viele davon waren sehr einsam. Man stellt sich jetzt vielleicht, stellen Sie sich einmal kurz vor, Sie liegen im Krankenhaus, Sie haben vielleicht soeben eine Krebsdiagnose bekommen und Ihre Welt hat sich um 180 Grad gedreht. Dann hat man natürlich Redebedarf. Aber stellen Sie sich vor, es ist niemand da, der zuhört, keine Freunde, keine Familie. Ja, dann sind es oft wir Freiwilligen, die sich mal eben die Zeit nehmen können, um sich ans Bett zu setzen. Und sei es nur 10 Minuten. 10 Minuten lang Hände zu halten, Geschichten, Sorgen und Ängsten zu lauschen und einfach Trost zu spenden. Das ist so unfassbar wichtig und bedeutsam für diese Menschen, dass dort jemand ist, der zuhört. Oder auch generell noch an weiteren Punkten in der Pflege. Wir müssen zum Glück noch nicht mangels Personalmangel, wie die Fachkräfte leider Gottes manchmal über den Kopf des Patienten hinwegfliegen. Wir können uns noch die Zeit nehmen, um den Bedürfnissen des Menschen gerecht zu werden. Das würden die Fachkräfte auch gern tun, aber aufgrund dieses hohen Zeitdrucks ist das oft gar nicht möglich. Ja, und für den Patienten ist das super wichtig, dass er zum Beispiel jetzt nochmal 10 Minuten länger bekommt, um sich die Füße alleine zu waschen. Ja, aber es gibt ihm ein Stück Autonomie zurück und auch wenn das Zeit kostet. Und auch in anderen Bereichen. Ich möchte es nicht nur auf die Pflege reduzieren. Zum Beispiel denken Sie an unsere Kinder. In der Kita können wir Freiwillige für ein Kita-Kind eine zusätzliche Bezugsperson darstellen. In der Grundschule können wir einem Grundschulkind zusätzlich Halt und Unterstützung bieten. In der Sportjugend zum Beispiel können wir Freiwillige durch selbst angeleitete Projekte Kindern und Jugendlichen helfen, ihren sportlichen Stärken herauszufinden, ihnen Spaß an Bewegung zu vermitteln und so den Grundstein für ein gesundes und sportliches Leben zu legen. Ja, wir Freiwillige, wir sind bedeutsam, denn wir erhalten dem, ich möchte schon sagen, kaputtgesparten sozialen Bereich ein sehr, sehr großes Stück Menschlichkeit. Und diese zusätzliche Menschlichkeit, von der ich jetzt gesprochen habe, die droht durch die jetzigen Kürzungen wegzufallen. Und deswegen sind wir sehr bedeutsam. Und ich möchte noch anschließend anmerken, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, für die Menschen, von denen ich jetzt gerade berichtet habe, ist jeder einzelne weggekürzte Freiwillige einer zu viel? Dankeschön. Dankeschön, Frau Beimann. Ich darf Sie noch mal darauf hinweisen, dass ich Sie darauf hingewiesen habe, dass wir von Beifallsbekundungen absehen. Bitte nehmen Sie das noch mal zur Kenntnis. Danke. Das Fragerecht geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion, an den Kollegen Edelhäuser, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir merken schon, dass wir da in irgendeinem Teufelskreis stecken. Wenn du an dieser Schraube was drehst, was da alles dann so wie so ein Kartenhaus zusammenfällt, was da alles noch danach auch mitkommt. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn man da so ein bisschen so schwarzes Peter spielt in der Ministerien innerhalb der Regierung dann mitmacht. Deswegen glaube ich, wir sprechen heute nicht nur über die Bundesfreiwilligendienste, sondern über die gesamten, auch die Jugendfreiwilligendienste. Und da würde ich gerne von der Frau Dinkisch, von unserer Staatssekretärin, eben wissen,
dahingehend, welche alternativen Finanzierungsmöglichkeiten werden denn von der Regierung momentan in Betracht gezogen, dahingehend eine Stabilität in irgendeiner Form dann auf einem möglicherweise niedrigeren Niveau, wenn denn die Haushaltsberatungen nichts Besseres ergeben, über das Jahr 2023 hinaus sicherzustellen? Weil wir haben ja schon gehört, 23 deutliche Kürzungen, dann 24 dann noch einmal, 24 und dann 25 dann auch noch einmal. Also wie soll das funktionieren? 24, 25, das kann in keinster Weise funktionieren. Und die Perspektiven würden mich nur interessieren von Seiten der Bundesregierung im Hinblick auf die Freiwilligendienste. Wie soll man denn da junge Menschen noch motivieren, wenn diese Restriktionen, die wir jetzt gerade auch plastisch gehört haben von der Frau Beimann, in Realität werden? Da kann es ja keinen hinter dem Ofen mehr vorlocken. Es gibt zwar Bundesländer, die jetzt zum Beispiel das öffentliche Personennahverkehrsticket, das Deutschlandticket für 29 Euro anbieten für diejenigen, die es dann nutzen, aber das können auch nicht alle Bundesländer. Also ich glaube, da ist viel zu tun. Und deswegen Dankeschön an alles, an alle und jeden und jede, die einen Freiwilligendienst gemacht haben, machen und auch noch tun werden und die auch die Unterstützung von zu Hause kriegen. Danke. Danke schön, Herr Edelhäuser, Frau parlamentarische Staatssekretärin Delegus, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Kollege Edelhäuser, so wie ich das gerade eben bereits beantwortet habe, wenn ich hier den Eindruck starten sollte, dass ich mich der Verantwortung der Bundesregierung nicht stelle, dann ist das falsch. Ganz im Gegenteil, ich bekenne mich zu dieser Verantwortung, auch wenn Verantwortungsübernahme manchmal nicht ganz einfach ist. Ich stehe hier und versuche das bestmöglichst zu begründen, wie wir vorgehen, einerseits den Kürzungen nachzukommen und dennoch die Dienste sehr attraktiv zu halten und die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern. Ich gebe Ihnen dafür auch ein Beispiel. Danke, dass Sie nachgefragt haben mit den Fernverkehrstickets und Nahverkehrstickets. Tatsächlich ist es bei den Freiwilligendiensten ein bisschen schwieriger als bei den Soldatinnen und Soldaten, denn auch für die gibt es diese Tickets nicht umsonst. Ihr Kollege Mattfeld kennt den Etat vom Verteidigungshaushalt sehr genau und weiß sehr genau, dass auch diese, auch wenn sie Uniform stellen, über ein Buchungssystem Tickets kaufen und diese Tickets dann aus dem Bundesetat für die Wehrdienstleistenden entsprechend der Bahn übertragen bzw. bezahlt werden. Das heißt, von umsonst kann da keine Rede sein. Es gibt maximal Rabatte. Auch wir haben mit der Bahn verhandelt, ob es diese Rabatte nicht geben kann. Wir sind nur semi-erfolgreich. Tatsächlich sind wir aber erfolgreich darin, mit den Bundesländern im Einvernehmen eine Möglichkeit zu finden, das Modell, was Sie gesagt haben, mit 29-Euro-Tickets, das ist das bayerische Modell. In 16 Bundesländern werden gerade 16 verschiedene Modelle ausgearbeitet, wie wir insbesondere die Inanspruchnahme des Deutschlandstickets oder zumindest mal eines Nahverkehrstickets für alle Freiwilligendienste ermöglichen können. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Rundfunkkostenbeiträge. Auch das obliegt nicht der Weisung der Bundesregierung. Auch dafür sind die Länder zuständig. Das ist sogar bei uns im Grundgesetz so verbrieft, sodass wir nicht darüber hinweggehen können. Aber auch dort finden Gespräche statt. Und ich möchte noch mal hier betonen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienministeriums, des Hauses, so wie sie auch mit mir hier sitzen, stehen hinter den Freiwilligendiensten. Wir unterstützen alle, die dahingehend erwerbstätig sind, die dort engagiert sind. Wir unterstützen auch die Trägerorganisationen, weil wir das für einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung halten und auch zum Zusammenwachsen in dieser Gesellschaft. Und dazu stehe ich auch persönlich. Zu den alternativen Kürzungsmitteln, die Sie gefragt haben, das haben Sie ja bereits im Familienausschuss auch gefragt. Wir haben in dem Bereich der freien Programme etwa 1,2 Milliarden. Davon haben wir eine Kürzungssumme von etwa 100 Millionen Euro zu erbringen. Die Alternativen, ehrlich gesagt, bei uns im Etat gibt es nicht allzu viele, weil etwa ein Drittel unserer freien Mittel, die zur Verfügung stehen, sind bereits in den Freiwilligendiensten, also in denen, die ich vorhin aufgezählt habe, Jugendfreiwilligendiensten und BFD-Mittel. Und damit ist es auch ein großer Bereich unseres Etats, der uns zur Verfügung steht. Alles andere, wo wir tatsächlich auch zusätzlich noch mit reingehen, sind schmerzhaft. Jede Kürzung ist schmerzhaft. Wie gesagt, ich würde Ihnen auch gerne etwas anderes verkünden, aber da könnten wir jetzt drüber sinnieren, da ich die letzten 8 Jahre im Haushaltsausschuss war, was schiefgegangen ist. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Delegus. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Michaelsen, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben das ja auch letzte Woche in den Haushaltsreden gehört, wie schmerzhaft es ist, wenn innerhalb des Einzelplan 17 gekürzt werden muss. Und ich finde sehr gut, dass Sie auch deutlich gemacht haben, dass das ja nicht das Ansinnen dieser Petition ist. Sie haben das eben schon ein paar Mal anklingen lassen, aber ich möchte trotzdem noch mal die Frage stellen,
Blick auf die Freiwilligen das eine, Blick auf die Gesellschaft das andere. Warum ist es für die Gesellschaft so wichtig, dass wir Zugangshürden abbauen und mehr Menschen, die möchten, die Möglichkeit eines Freiwilligendienstes ermöglichen? Vielen Dank. Dankeschön, Frau Kollegin Michalsen. Frau Beimann, bitte. Dankeschön für die Frage. Genau, aktuell ist es leider so, dass wir sehr viele selektive Zugangsbarrieren haben, die zwar nicht offensichtlich sind, aber durchaus Realität. Das haben wir ja schon vorhin nahegelegt. Und das bedeutet, dass eben vor allem Menschen aus einkommensschwachen Familien häufig keinen Freiwilligendienst ableisten können, obwohl sie es gerne würden. Und das ist ein großes Problem. Denn neben dem umfangreichen Gewinn für die Persönlichkeitsentwicklung, was ich finde schon eigentlich ausschlaggebend genug ist, bleibt durch das fehlende Ableisten eines Dienstes auch Karrierechancen unangetastet. Ein Freiwilligendienst ist ein ungehobener Schatz für beruflichen Erfolg. Denn neben den spannenden Berufseinblicken, die viele dazu bewegen, eine Ausbildung zu beginnen, allein in meiner Gruppe haben 7 Leute sich nach dem FSJ für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft entschieden, was ich sehr, sehr begrüße, erhöht ein Freiwilligendienst zudem die Chance auf bestimmte Studiengänge, wie zum Beispiel Medizin oder andere Sachen, und natürlich auch auf Stipendien. Von diesen ganzen Benefits profitieren bisher aber vor allem bereits sozialökonomisch privilegierte Menschen. Und das ist sehr, sehr schade. Zudem ist es so, das ist sehr schade, denn Menschen aus marginalisierten Gruppen sind halt weniger vertreten, weil wir schon gesagt haben, dass sie es nicht leisten können. Und das ist ja verrückt, wenn man überlegt, dass ein Freiwilligendienst also quasi einem mehr geben kann für sein Leben und Vorteile bringen kann, wenn das dann nicht jeder Mensch auch benutzen kann und da mitmachen kann. Denn jetzt aus meiner Sicht, und das möchte ich kurz dazu erläutern, ist ja jedes Kind einfach erstmal Opfer der Umstände, in die es hineingeboren wird. Kein Kind sucht sich aus, in armutsgeprägten Umständen oder in einer bildungsfernen Familie aufzuwachsen. So, manche Leute hatten einfach mehr Glück in der Lotterie und manche hatten halt weniger Glück. Und meiner Meinung nach ist es Aufgabe eines guten Sozialstaates, einer guten Bundesregierung, diese Ungleichheit zu neutralisieren. Aber genau das passiert mit den aktuellen Bedingungen in den Freiwilligendiensten eben nicht, sondern dadurch, dass wir diese Zugangsbarrieren haben, verhindern wir ja, dass diese Menschen, die es sowieso schon schwierig haben im Leben, von den Fördermaßnahmen und von den Benefits, die ein Freiwilligendienst ihm bieten kann, profitieren können. Weil sie können ja gar nicht den Dienst ableisten, das heißt, sie können davon gar nicht profitieren. Und damit, finde ich aus meiner Sicht, reproduzieren wir eigentlich die Bildungsungerechtigkeit, die wir im Schulbereich haben für Menschen aus finanziell schwachen Familien und bildungsfernen Familien, die reproduzieren wir aktuell in den Freiwilligendiensten. Und das ist, finde ich, ein ganz großer Skandal, den müssten wir eigentlich ganz schnell ändern. Dankeschön. Danke, Frau Beimann. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP-Fraktion, der Kollege Totenhausen, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Beimann, wir haben gerade von der Staatssekretärin gehört, dass es ja nicht Sinn und Zweck der ist von Freiwilligendiensten, dass sie Arbeitsplätze ersetzen. Ich war neulich mal im Krankenhaus und als ich geklingelt habe, kam nicht die Schwester, sondern da kam der Freiwilligendienst und hat gefragt, was ich möchte oder hat mir geholfen nach Möglichkeit. Wie sehen Sie das denn? Was leisten Sie denn? Wer macht denn die Arbeit, wenn Sie sie nicht machen im Freiwilligendienst? Muss dann mehr Personal eingestellt werden oder entlasten Sie dann die Schwestern und Pfleger dort? Wie sehen Sie das? Und zweite Frage, die habe ich auch noch an Sie. Wie könnten Sie sich denn konkret die Anrechnung des Freiwilligendienstes beim weiteren Ausbildungsweg vorstellen? Also beim Studium oder beim Berufsausbildung? Was wäre Ihre Vorstellung, um das anrechenbar zu machen? Denn wir haben ja auch Bildungsleute unter uns. Vielleicht kann man das über diesen Weg noch ein zusätzliches Benefit schaffen. Dankeschön. Danke, Herr Kollege Totenhausen. Frau Beimann, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe es ja eben gerade schon mal erläutert. Wir Freiwillige können die Fachkräfte nicht ersetzen, aber wir können sie eben entlasten. Und wir haben oft mehr Zeit für die Menschen. Das heißt, wir bieten so ein bisschen das Zusätzliche, das Menschliche. Und gerade im Krankenhaus ist es für die Patienten unfassbar wichtig, dass sie halt, ja, es trägt zur Regeneration bei, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie merken, es ist hier jemand da. Einsamkeit zum Beispiel ist so ein großes Problem, gerade im Alter. Und wir können mit Zeit und Hingabe und Motivation, die wir haben, weil wir es freiwillig machen, einfach den Menschen ein Stück dazu beitragen, dass sie schneller wieder gesund werden und dass sie vielleicht auch nachhaltig gesund bleiben. Und auch in den anderen Bereichen habe ich ja gesagt, wir sind einfach noch nicht nur zusätzlich, sondern wir entlasten ja auch, aber wir geben ganz, ganz viel rein. Wir erhalten eben genau diese Menschlichkeit und genau dieses
diese zusätzliche Förderungsmöglichkeit. Und zu der zweiten Frage, wegen der Anrechnung auf das Studium und die Berufsausbildung. Genau, stellen wir uns zum Beispiel vor, dass man durch einen Freiwilligendienst, den man geleistet hat, eventuell seine Ausbildung vielleicht um ein halbes Jahr verkürzen könnte oder vielleicht zusätzliche Qualifikationen anerkannt bekommen könnte, die man eben im Freiwilligendienst geleistet hat. Oder im Studium könnte man, könnten die Sachen stärker auf Wartesemester angerechnet werden beziehungsweise bestimmte Pflichtpraktika ersetzen. Genau, zu weiteren Ideen könnte ich auch noch mal an Frau Napirala abgeben. Sehr gerne, wobei du hast es schon sehr gut gemacht. Vielen Dank. Ich würde vielleicht noch mal den großen Rahmen spannen wollen sozusagen. Also uns geht es insbesondere auch darum, dass quasi ein Bewusstsein in der Gesellschaft da ist, wofür ein Freiwilligendienst gut ist. Ja, also das ganz praktisch, wenn sich jemand bewirbt, da steht im Lebenslauf, ich habe ein FSJ gemacht oder im Bundesfreiwilligendienst, dass bei jedem Studienkoordinator, bei jedem Arbeitgeber oder jeder Arbeitgeberin sofort klar ist, ah, Moment, da ist ja ein Freiwilliger, ein ehemaliger Freiwilliger, der schon ein Jahr lang sich engagiert hat, der bestimmte Kompetenzen einfach schon mal erworben hat und erlernt hat und der sich in einem Setting, in einem gesellschaftlichen und vielleicht auch in einem bis ihm bis dato unbekannten Setting quasi ja, etabliert hat und dass man sich nicht für so einen Freiwilligendienst rechtfertigen muss. Frau Beim hat es vorhin am Anfang gesagt, ich persönlich finde das immer ganz schlimm, wenn ich von meinen Freiwilligen oder von meinen Trägern höre, dass die quasi in so eine Haltung kommen, ich muss mich dafür rechtfertigen und entschuldigen, dass ich einen Freiwilligendienst gemacht habe. Und ich finde, solange das so ist, läuft tatsächlich ganz viel falsch und deswegen sitzen wir auch hier. Und ich glaube, auch Wertschätzung und Anerkennung hat nicht nur mit monetärer Wertschätzung und Anerkennung zu tun, auch ganz klar. Aber es ist insbesondere auch dieses Entgegenkommen und dieses Bild, was man in der Gesellschaft von Freiwilligen hat, was aus meiner Perspektive zentral ist. Vielen Dank, Frau Beimann, Frau Napiala. Das Fragerecht geht jetzt an die AfD-Fraktion. Der Kollege Brandis, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss also erst mal sagen, ich bin von der Argumentationskompetenz von Frau Beimann sehr angetan. Was Sie hier gerade dargelegt haben, ist wirklich sehr eindrucksvoll. Was sich eben herausgestellt hat in der ersten Fragerunde, ist, dass sich hier zwei Meinungen diametral gegenüberstehen. Da hat Herr Todenhausen eben auch schon eingesetzt, und zwar einmal die von Ihnen, Frau Staatssekretärin, dass ja der Freiwilligdienstleistende eigentlich froh sein kann, dass er seinen Lernprozess und seine persönliche Erfahrung aufwerten kann und eigentlich im Grunde gar nicht so viel geleistet werden soll. Wir haben ja jetzt nun eindrucksvoll dargestellt bekommen, dass das nicht so ist, und wir sind uns sicherlich mehrheitlich hier einig, dass die tragenden Säulen dieser Gesellschaften, Freiwilligendienste und auch das Ehrenamt im Allgemeinen ganz vorne wegmarschieren und dass wir mittlerweile da sehr drauf angewiesen sind. Aber das nur als kurze Einleitung. Frage an die Frau Staatssekretärin. Wie kann es sein, dass Freiwilligdienstleistende eigentlich immer noch Rundfunkgebühren bezahlen, und können wir davon ausgehen, dass die eines Tages wegfallen werden? Und Frau Beim, noch eine letzte Frage an Sie. Welche qualitativen Verbesserungen der Freiwilligendienstleistungen oder Freiwilligendienste sollte es Ihrer Meinung vielleicht noch geben? Gibt es noch etwas, was Sie vielleicht noch vergessen haben? Vielen Dank. Danke schön, Herr Brandes. Frau Staatssekretärin Delikös, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Brandes, Einspruch. Das, was Sie jetzt mir unterstellt haben, was ich gesagt habe, habe ich nicht gesagt. Lediglich war meine Antwort, dass es nicht die Funktion der Freiwilligendienstleistenden sind, reguläre Arbeitsplätze in einem Unternehmen zu ersetzen oder in einer Einrichtung. Und dazu stehe ich. Es sind junge Menschen, die sich engagieren, die wir gerne unterstützen und auch weiterhin unterstützen wollen und müssen, meines Erachtens, auf ihrem Lebensweg, auch als ein Teil ihrer Ausbildung. Und genau dahinter stehen wir. Und alles andere haben Sie mir jetzt unterstellt, was so nicht stimmt. Zu dem Rundfunkstaatsvertrag gebe ich Ihnen gerne noch mal den Hinweis. Gesetzgebungskompetenz für das Rundfunkrecht liegt bei den Bundesländern nach Artikel 30 in Verbindung mit Artikel 70 Absatz 1 des Grundgesetzes. Die Verpflichtung zur Zahlung von Rundfunkbeiträgen ist von den Bundesländern in Rundfunkgebührenstaatsvertrag geregelt. Demnach obliegt es diesen, auch diesen zu ändern und nicht dem Bund. Und der Bund hat hier keinerlei Weisungsrechte. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Delikös. Jetzt Frau Beimann, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage.
Wir haben in unserer Petition eigentlich schon klar gemacht, welche Verbesserungsangebote wir uns gerne wünschen. Dazu kann man sagen, wir möchten natürlich auch eine stärkere Förderung der Seminare, was wir aber auch benannt haben. Und am besten wäre auch eine überjährige Förderung und Finanzierung bzw. Bezuschussung vom Bund, um quasi den Freiwilligendienst Trägern auch eine Sicherheit zu geben, bis wann eben Zuschüsse finanziert werden können. Und dann kann man halt besser planen, wie viele Freiwillige man eben auch einstellen kann. Ansonsten natürlich eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, um wie gesagt der Bevölkerung zu vermitteln, wo wir überall eingesetzt werden und warum wir halt genauso wichtig sind. Alle diese Verbesserungen möchte ich aber an dieser Stelle auch noch mal betonen, bringen eigentlich nichts, wenn wir gleichzeitig diese hohen Kürzungen in den Freiwilligendiensten haben. Damit machen auch Verbesserungen wie jetzt zum Beispiel das Teilzeitgesetz oder so gehen fast nahezu zunichte. Denn wenn so viele Freiwilligendienste wegfallen, ist das wirklich ein erheblicher Verlust für unsere Gesellschaft. Und das würde ich genau hier gerne noch mal herausheben. Ich würde, wenn ich darf, wir haben ja noch 49 Sekunden, noch mal ganz kurz auf das Thema Fachkräftegewinnung quasi eingehen wollen. Die Frage kam ja vorhin von Ihnen, Herr Malotki. Wir haben mal nachgeguckt natürlich. Es gibt eine Evaluation des Familienministeriums aus dem Jahr 2015, wo die Freiwilligendienste evaluiert wurden. Und da wurden die Freiwilligen unter anderem gefragt, ob sie sich vorstellen können, in dem Bereich auch weiterhin tätig zu sein. Und direkt nach dem Freiwilligendienst haben 40% gesagt, ja, sie können sich das vorstellen. Das ist schon mal eine gute Summe, das ist fast die Hälfte. Und das Entscheidende ist ja immer nicht, was sagt man direkt nach dem Dienst, sondern was tut man tatsächlich. Und es zeigte sich, dass 18 Monate, also anderthalb Jahre nach Vollendung des Dienstes, 67% der Freiwilligen in einem ähnlichen oder im selben Bereich geblieben sind. Und das sind 2/3 aller Freiwilligen. Insofern ist es natürlich auch für die Einsatzstellen, aber auch für, ja, für das Thema Fachkräftegewinnung, auch wenn das natürlich nicht im Fokus steht, eine sehr gute Chance, jungen Menschen auch zu zeigen, wenn ihr Verantwortung übernehmt, wenn ihr euch engagiert, ihr könnt ein neues Lernumfeld kennenlernen. Und vielleicht ist es ja das, was ihr perspektivisch auch machen wollt. Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die Fraktion Die Linke, der Kollege Pellmann, bitte. Ja, Frau Beim, Sie haben gerade in Ihren letzten Ausführungen noch mal das Stichwort Seminare genannt. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen präzisieren bzw. tiefer ausführen, wie Sie sich eine bessere Finanzierung und die Stärkung dieser Seminare vorstellen. Und Frau Beim hatte Frau Staatssekretärin zu Beginn ihres Eingangsstatements mitgeteilt, beziehungsweise gesagt, dass insbesondere die Freiwilligen in der Pflege unverzichtbar seien. Halten Sie in diesem Kontext das Festhalten an dem Konzept der Arbeitsmarktneutralität weiterhin für richtig und wichtig? Und wenn nein, warum nicht? Vielen Dank, Herr Kollege Pellmann. Frau parlamentarische Staatssekretärin Delikös, bitte. Herr Kollege, wir brauchen jeden ehrenamtlichen Engagierten in diesem Land. Und erst recht bei den Freiwilligendiensten, sei es die BFDs oder Jugendfreiwilligendienste, egal wo. Und diese zu unterstützen und die besten Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, das ist unser Auftrag. Deshalb werden auch weiterhin die Teilnahme an Weiterbildung oder Fortbildung im Bereich der Freiwilligen kostenlos sein, ebenso wie dorthin kommen, also die Fahrt dorthin und wieder zurück. Von unserer Seite, von Seiten des Familienministeriums, werden Sie die bestmöglichste Unterstützung auch weiterhin bekommen. Auch bei den schwierigeren Rahmenbedingungen, die uns vorliegen, werden wir versuchen, das Beste für Sie rauszuholen. Daran können Sie mich beim Wort nehmen, dass wir wirklich dahinter stehen und das für notwendig für unsere Gesellschaft, für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft halten. Ich halte aber nichts davon, über Freiwilligendienste fehlende Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere auf dem sozialen Arbeitsmarkt, zu ersetzen. Dafür müssen wir andere Anstrengungen unternehmen. Das machen wir auch. Sie wissen, wir haben eine Strategie zum Fachkräftemangel, auch gerade im sozialen Bereich, gemeinsam mit BMG und BMAS. Und daran arbeiten wir. Vielen Dank, Frau parlamentarische Staatssekretärin Delikös. Und nun Frau Beimen, Sie können sich, wir sind jetzt die zweite Runde durch, Zeit lassen, wenn Sie noch was dazu sagen möchten, was darüber hinausgeht, herzlich gerne. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne einmal noch kurz auf die Äußerung der parlamentarischen Staatssekretärin eingehen. Sie haben gesagt, es ist eben nicht die Aufgabe des Freiwilligendienstes, dadurch Fachkräfte zu ersetzen,
wenn ich das richtig verstanden habe. Und das sehen wir auch genauso, dass wir die nicht ersetzen können. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viele Fachkräfte man eben durch eine gute Erfahrung im Freiwilligendienst gewinnen kann. Also wenn die Menschen dort positive Erfahrungen machen, wurde ja auch gerade schon von Frau Napirella belegt, bleibt ein Großteil eben diesen Bereichen erhalten. Und das sollten wir, glaube ich, angesichts des Fachkräftemangels eben noch mehr fördern. Und wir alle reden über den Fachkräftemangel. Jeder weiß, es ist ein großes Problem. Und dann kann ich einfach wirklich leider nicht verstehen, warum jetzt ausgerechnet, obwohl ja allen bewusst ist, die Freiwilligendienste sind so wichtig und wir brauchen das auch, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, warum dann jetzt halt so viel gekürzt werden muss in den Freiwilligendiensten und dieser Schaden, der entsteht, dabei einfach hingenommen wird. Das finde ich halt besonders schade, das verstehe ich nicht und bisher hat mir das auch leider noch nie jemand so richtig gut erklären können. Dann würde ich gerne zur Frage von der Linken eingehen, von Herrn Pellmann, Entschuldigung. Zu den Seminaren fördern wir eine Sicherstellung, dass jeder Freiwilligenplatz mit entsprechend genügend Zuschüssen gefördert wird, dass die Freiwilligen im besten Fall fachspezifische Seminare bekommen, um eben geschult zu werden für ihr Einsatzgebiet. Also wenn zum Beispiel ein Freiwilliger mit Menschen mit Behinderung arbeitet, dann sollte es möglich sein, dass er vorher über die Besonderheiten im Umgang halt vorher ausreichend unterrichtet wird. Einerseits natürlich für die Lernerfahrung des Freiwilligen und gleichzeitig aber natürlich auch zum Schutz und zur Qualitätssicherung in der Arbeit mit den hilfsbedürftigen Menschen. Das ist aber aufgrund der geringen Zuschüsse für die Seminare nicht in allen Einsatzstellen möglich. Also gerade in kleineren Einsatzstellen haben Freiwillige von Erfahrungen berichtet, wo sie zum Beispiel im Pflegeheim schon seit 3 Wochen oder 4 Wochen in der Pflege waren. Und keiner hat ihnen erklärt, wie wasche ich eigentlich richtig einen Patienten. Und dann werden sie ins Zimmer geschickt und gesagt, wascht mal den Patienten. Und es kommt, ja, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Oh ja, mach das einfach so, wie du es auch bei dir selber machen würdest. Und das ist halt natürlich für die Freiwilligen in dem Moment ein riesengroßer Überforderungsmoment. Und auch im Umgang mit den hilfsbedürftigen Menschen, wie jetzt Patienten oder seines Kinder in der Kita, einfach nicht verantwortungsbewusst. Und diese Verantwortung tragen wir ja auch ihnen gegenüber. Deswegen fordern wir einfach, dass ausreichend Mittel für gut fundierte Seminare mit Praxisbezug und ausreichend pädagogisches Personal bereitgestellt werden, damit eben alle Freiwillige von einer guten Fachschulung profitieren können. Und ich würde gerne, wenn ich jetzt ja noch die Zeit habe, ganz kurz noch eine Aussage ergänzen. Und zwar wurde gefragt, was ist ja der Mehrwert für die Gesellschaft? Und da möchte ich gerne noch einen zweiten Punkt betonen. Und zwar für unsere Gesellschaft. Also wenn wir diese Zugangsbarrieren abbauen und ein Freiwilligendienst, der wirklich für alle Menschen machbar wäre, könnte im besten Fall ein sozioökologischer Obstsalat sein. Also ein Ort, an dem Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten aufeinandertreffen können und in den Austausch und in den Dialog gehen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich zum Beispiel in meinem Freiwilligendienst habe die Möglichkeit bekommen, mit unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Lebensrealitäten zu reden und in Kontakt zu treten. Und mit denen wäre ich ohne meinen Freiwilligendienst, hätte ich wahrscheinlich kein einziges Wort mit denen gewechselt. Denn auch wenn ich behaupte, dass ich eigentlich ein sehr offener Mensch bin, haben wir einfach in unserem Leben ja schon viele homogene Gruppen. Und da findet gar keine Durchmischung statt. Und deswegen ist es halt so wichtig, weil ein Freiwilligendienst, der ändert das. Der zieht dich raus aus deiner Bubble, aus deiner Komfortzone und konfrontiert dich mit ganz unterschiedlichsten Menschen und stärkt somit deine Empathie, Kommunikationsskills, Konfliktfähigkeit und vermittelt den Jugendlichen gegenseitiges Verständnis und Toleranz. Und das ist meiner Meinung nach, wenn ich das hier bemerken darf, angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklung, glaube ich, jetzt sehr dringend notwendig, das auch auszubauen und zu fördern. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Antwort. Entsprechend dem vereinbarten Ablauf würde ich jetzt die Behandlung dieser Petition hier an der Stelle beenden. Frau Beimann, Frau Napiala, herzlichen Dank für Ihr Dasein, für die Fragen, die Sie beantwortet haben, für die weitestgehende Disziplin hier im Saal. Und auch Ihnen, Frau Staatssekretärin Dilliges, herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ich beende jetzt hiermit die Beratung und unterbreche die Sitzung für 5 Minuten. Vielen Dank.
Kolleginnen und Kollegen, ich komme nun zu der zweiten und für die heutige Sitzung vorgesehenen Petition zum Thema Pandemievertrag mit der WHO. Besonders begrüße ich zunächst hier im Saal die Petentin, Frau Susanne Wilschrey, sowie Herrn Dr. Otto Kirchner als Begleitung. Herzlich begrüßen möchte ich auch Frau Dittmar, die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Gesundheit. Im Hinblick auf alle Hinzugekommenen mache ich nochmals kurz darauf aufmerksam, dass die heutige Sitzung live im Parlamentsfernsehen und auf den Internetseiten des Bundestages verfolgt werden kann. Die Aufzeichnung wird nachfolgend dauerhaft auf den Seiten des Bundestages im Internet zur Verfügung gestellt.
Zudem darf ich nochmals kurz darauf zeigen, dass wir uns in Bezug auf den Sitzungsablauf darauf verständigt haben, zunächst der Petentin Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement zu geben und nachfolgend die Ausschussmitglieder in mehreren Runden Gelegenheit erhalten, Fragen zu stellen. Frau parlamentarische Staatssekretärin Dittmar, möchte ich wieder bitten, die Fragen jeweils im unmittelbaren Anschluss zu beantworten. Ich darf nun zunächst Frau Wildschrein um ihr Eingangsstatement bitten. Wir hatten vereinbart, so ungefähr 5 Minuten. Bitte, Sie haben das Wort. Ich möchte mich erst einmal herzlich bedanken. Mikrofon bitte nochmal drücken. Das hier? Nochmal drücken? Nee? Da muss so ein roter Ring aufleuchten. Jetzt ist es. Ja, alles klar. Immer noch. Immer noch. Das hier auch noch? Das ist das. Welches wollen Sie? Ist egal. Okay. Also, ich möchte mich erstmal herzlich bedanken für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen und dass Sie alle anwesend sind. Ich spreche hier für viele, viele Menschen, die Sorge haben um diese Abänderung des Pandemievertrags und den internationalen Gesundheitsvorschriften. Da die WHO nicht nur staatlich finanziert wird, sondern auch durch Unternehmen, Organisationen und Stiftungen, sehen viele Menschen, wie ich auch, einen Interessenkonflikt. Wenn ich Geld von jemandem bekomme, erwartet dieserjenige auch etwas von mir dafür als Gegenleistung. Die Frage ist, was erwarten diese Unternehmen? Warum soll ein Staat ein Thema bzw. ein Gebiet auslagern, auf das die Bürger dann keine Reaktion mehr haben? Wir erreichen Brüssel nicht, wir erreichen die WHO nicht. Es gibt vielleicht ein Beschwerdeportal, aber tatsächlich eine Handhabe im Nachhinein, wenn irgendwas schief geht, haben wir Bürger nicht. Wir können uns nirgendwo hinwenden. Die WHO hat deutlich gemacht während der Corona-Pandemie, dass die Interessen den privaten bzw. nicht staatlichen Geldgebern gegenüber doch sehr stark sind. Alle Medikamente außer diese Corona-Impfung, diese mRNA-Impfung, wurden ja gar nicht berücksichtigt. Es war einzig und allein die Rede davon, die Impfung ist die einzige Therapie, die uns helfen kann. Macht Sinn, wenn man mit vielen Impfherstellern und auch Forschungsinstitutionen zusammenarbeitet. Die WHO hätte wissen müssen, wie das mit der Impfung ist. Es ist eine forschende und beratende Einrichtung. Man hätte diese Impfstoffe vor der Freigabe doch eigentlich weitgehend und ausgiebig untersuchen müssen. Das wurde offensichtlich nicht getan, sonst hätte man folgenschwere Probleme mit dieser Impfung festgestellt. Ich möchte das Wort an Herrn Dr. Kirschner weitergeben, der Ihnen dazu eindringlich was gibt. Diese Impfung gehört natürlich mit dazu und zeigt deutlich, wie wenig Vertrauen eigentlich in die WHO zu setzen ist. Denn wenn etwas Schaden anrichtet und das eigentlich bekannt sein müsste, sollte man davon abweichen. Man sollte dieses Medikament stoppen, man sollte da Untersuchungen durchführen. Das wurde nicht getan. Inwieweit ist es vertrauenswürdig, beziehungsweise inwieweit ist die WHO so vertrauenswürdig, dass man ihr das gesamte Gebiet, unsere Grundrechte, die gestrichen werden im neuen Entwurf bezüglich Unversehrtheit des Körpers und Freiheit, inwieweit ist es da sinnvoll, einer solchen Organisation unser Schicksal in die Hände zu legen. Anders ist es nicht zu sagen. Der Herr Generaldirektor kann Pandemien ausrufen. Er kann entscheiden, ob wir uns frei bewegen dürfen. Er kann entscheiden, ob wir gewisse Medikamente zu uns nehmen müssen. Und das ist medizinisch fragwürdig, das ist menschlich fragwürdig und das ist auch staatlich fragwürdig, muss ich sagen. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Anwesende, Frau Wildschrey hat das. So.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Anwesende, Frau Wilschrey hat darauf verwiesen, dass es ein prominentes Beispiel dafür gibt, dass die WHO Versäumnisse sich erlaubt hat, die einfach nicht sein dürfen. Wenn der WHO-Generaldirektor eine Pandemie ausruft, führt es nach den gegenwärtigen Plänen dazu, dass binnen 100 Tage ein Impfstoff entwickelt werden soll, insbesondere ein mRNA-Impfstoff. Jetzt hat aber ein Forscherteam in den USA herausgefunden, dass dieser Impfstoff hochgradig mit DNA verunreinigt ist. Wir haben Untersuchungen machen lassen in Deutschland mit deutschen Chargen, 5 Stück, von einem renommierten Labor in Magdeburg von Frau Professor König. Der Grenzwert für DNA, die in parenteralen Arzneimitteln enthalten sein darf, ist 10 Nanogramm. Gefunden wurden 2835 Nanogramm, 2334 Nanogramm, 1014 Nanogramm, 3540 Nanogramm und 834 Gramm, Nanogramm. Das sind gigantische Überschreitungen von einem Grenzwert für ein wirklich sehr bedenkliches Arzneimittel. Und dieses Arzneimittel wird nach Daten, die die australische Zulassungsbehörde veröffentlicht hat, im ganzen Körper verteilt, unter anderem in die Eierstöcke. Und Frau Vorsitzende, ich möchte gerne an Sie appellieren, was Sie Ihren geimpften Mitbürgerinnen mitteilen, die noch gebärfähig sind oder erst gebärfähig werden, wie damit umgegangen wird, dass DNA in die Eierstöcke der geimpften Frauen letztendlich injiziert wird. Und wir haben Beweise vorbereitet, die wir gerne an Sie ausgeteilt hätten. Das wurde uns von der Vorsitzenden untersagt. Wenn jemand die Beweise sehen will, kann er das auf meiner Website tun, www.genimpfstoffe.de. Danke schön für die Ausführungen. Ich eröffne nun die erste Fragerunde und das erste Fragerecht geht an die SPD-Fraktion. Die Frau Kollegin Rudolph, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Wilschrey, Sie haben sich ja mit einer Petition an den Deutschen Bundestag gewandt, bei der Sie selber zum Gegenstand den internationalen Pandemievertrag gemacht haben. Das, was Sie gerade ausgeführt haben und auch das, worauf Ihr Sachverständiger hingewiesen hat, das lässt mich jetzt eher vermuten, dass es doch eher in Richtung Impfstoffdebatte geht. Und das ist explizit was, was ich kurz am Anfang sagen muss, dass wir das nicht schaffen, heute in Ausführlichkeit zu thematisieren und dass es darum nicht gehen soll. Ich stelle kurz auch die Verknüpfung her, was das aus Ihrer Sicht wahrscheinlich miteinander zu tun hat, worüber wir aber eben heute auch schlecht sprechen können. Wenn man sich auf Wissenschaft einlässt, dann gehören wir zu denjenigen, die sehr dankbar sind, dass es gelungen ist, sehr schnell einen Impfstoff zu entwickeln auf die Pandemie und dass das auch bei einer nächsten Pandemie der Fall sein muss. Hier Zettel auszuteilen, die das eine belegen, ich glaube, das wird dem Anspruch von Wissenschaftlichkeit nicht gerecht, damit irgendetwas widerlegen zu wollen, sondern das müssen wir einfach auf die Wissenschaft und nicht auf einen A4-Bogen, in dem man das zusammenfassen könnte, übertragen. Sie haben ja aber konkret ausgeführt, das ist Ihre Sorge, dass bei einer nächsten Pandemie es dazu kommen kann, dass ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen wird und dass es zur Anordnung von Impfungen, zur Anordnung von Ausgangssperren kommt. Wenn man sich den Pandemievertrag jetzt anguckt, und der ist öffentlich, sowohl der Zero Draft als auch die einzelnen Stände, die der Bearbeitung zugeführt worden sind, dann ist das etwas, was sich darin nicht findet, sondern die Befürchtungen der Einschränkungen von nationalstaatlichen Grundrechten, zum Beispiel Ausgangssperren, zum Beispiel die Einnahme von Medikamenten, das wird immer etwas sein, was in der nationalstaatlichen Souveränität liegen wird. Das ist jetzt einfach ein Aspekt, auf den ich hinweisen muss, dass das, was in Ihrer Petition steht, nicht mit dem übereinstimmt, was Sie hier gerade zum Gegenstand der Debatte machen. Und deswegen würde ich die Zeit nutzen und die Frage an die Staatssekretärin stellen. Vielleicht ist es sinnvoll, auch noch mal auszuführen, nach welchem Prozess der Pandemievertrag erarbeitet wird, welche Transparenz in diesem Prozess besteht und wie eben auch dafür Sorge getragen werden kann, mit diesen Besorgnissen umzugehen, dass nationalstaatliche Souveränitäten eingeschränkt werden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Rudolph. Frau parlamentarische Staatssekretärin Sabine Dittmar, bitte. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich mache mal den ersten Aufschlag und dann bitte ich mein Haus, das da sehr intensiv den Prozess mitbegleitet, weiter auszuführen. Meine verehrten Abgeordneten, wie Sie wissen,
hat man im Dezember 21 bei der WHO ein sogenanntes zwischenstaatliches Verhandlungsgremium etabliert, in dem alle 194 Mitgliedstaaten dort vertreten sind und sich sehr aktiv und engagiert in den Prozess einbringen. Ich möchte auch voranstellen, dass es aktuell noch keinen Vertragsentwurf gibt, sondern nur Texte, über die in diversen Arbeitsgruppen diskutiert wird. Ziel ist, dass man im Mai 24 der Weltgesundheitsversammlung dann einen Entwurf vorlegen kann, über den diese dann entsprechend berät. Für uns ist es wichtig, einfach auch noch mal auf die Inhalte des Abkommens hinzuweisen, die thematisch, also auch von uns schwerpunktmäßig behandelt werden. Das ist einmal Stärkung der Prävention, um die nächste Pandemie im besten Fall verhindern zu können. Es geht um die gerechte Verteilung von Pandemieprodukten, das heißt Medikamente, Impfstoffe, aber auch medizinische Schutzausrüstung. Und es geht auch um den Zugang zu Daten, zur Verbesserung der Kooperation zwischen den Staaten und natürlich auch um Finanzierungsfragen. Bei uns wurde die EU mandatiert, für die 27 Mitgliedstaaten zu verhandeln. Und über den Prozess der Verhandlungen kann vielleicht die Abteilung noch etwas weiter ausführen. Sehr gerne. Wie Frau parlamentarische Staatssekretärin eben ausgeführt hat, sind wir noch in einem Vorstadium. Frau Abgeordnete Rudolph hat auch schon gesagt, dass es um einen Zero Draft geht. Das heißt, wir haben noch gar keinen ersten Textentwurf in der Hand, sondern eher, wir sind noch in einem Vorstadium der Diskussion mit allen 194 Mitgliedstaaten. Es ist nicht so, dass hier ein Entwurf durch die WHO vorgelegt würde, sondern es gibt ein Gremium, was von 194 Mitgliedstaaten bestimmt wurde, ein Büro. Dieses Büro steuert den Prozess. Das sind auch mitgliedstaatliche Vertreter aus den 6 WHO-Regionen. Und gemeinsam mit allen 194 Mitgliedstaaten zusammen soll wahrscheinlich im Oktober, das steht noch nicht fest, ein erster Entwurfstext eines möglichen zukünftigen internationalen Abkommens auf den Tisch gelegt werden. Die Inhalte fokussieren sich, wie Frau parlamentarische Staatssekretärin schon gesagt hat, auf eine Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten. Es geht nicht um Eingriffe in Grundrechte und es geht auch nicht darum, der WHO besondere Machtbefugnisse zu geben oder dem WHO-Generaldirektor besondere Machtbefugnisse zu geben. Primär geht es darum, sicherzustellen, dass eine Pandemie in der Zukunft verhindert wird, dass man möglichst schnell einen Datenabgleich kriegt über Ausbruchserkenntnisse in verschiedenen Ländern, etwas, was wir uns als Deutschland auch wünschen würden. Und dabei belasse ich es erstmal. Danke. Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion. Die Frau Kollegin Borchert, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich danke der Petentin natürlich für die Ausführung. Muss aber natürlich auch sagen, und das finde ich sehr schade, weil es geht ja hier um den Pandemievertrag, was Sie uns jetzt aufgeführt haben, weil natürlich das Thema Impfung, Nebenwirkungen, alles, was damit zusammenhängt, das ist, also um Gottes Willen, das soll keine Wertung sein. Aber wie eben von meiner Kollegin Frau Roth, das sind zwei unterschiedliche Themen und die haben so schwere Tragweite. Da hätte ich mich auch inhaltlich ganz anders vorbereitet, weil ich sehe da auch viele Dinge kritisch und das hat es einfach nicht verdient, dass man das zusammen vermengt, muss ich ehrlich sagen. Und auch bei dem Thema WHO stehen wir noch ganz am Anfang. Ja, auch da sehe ich bei den Papieren, die jetzt auf dem Markt sind, viel kritisch. Und da spreche ich auch der Ampel in Bezug auf der vergangenen Pandemie einiges an wissenschaftlichen Erkenntnissen ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir hatten wissenschaftliche Erkenntnisse und haben nicht nachjustiert und gehandelt. Und das müssen wir uns einfach eben auch auf die Fahne schreiben. Und auch das abgelehnt wurde, dass wir diese Pandemie aufarbeiten wollen. Auch das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Und ich denke, dass es hier nicht der richtige Weg ist. Aber Bezug nehmt auf Ihre Petition. Wie gesagt, geht es nun mal um den Pandemievertrag und da fällt es mir jetzt auch schwer, darauf zu reagieren bei Ihrem Statement. Und da würde ich einfach mal dann die Frage an die parlamentarische Staatssekretärin Frau Dittmar stellen. Welchen Standpunkt hat denn das BMG zu diesem Pandemievertrag? Und vor allem, wenn wir noch am Anfang stehen, welche Kompetenzen, welche Fachgrößen wird denn da mit dabei sein, um Sie beratend zu unterstützen, aber auch bei den Verhandlungen mit teilzunehmen? Weil wenn man jetzt so die ersten Entwürfe sieht, dass man eben gewisse Entscheidungen treffen darf, ohne überhaupt sachlich fundierte Grundlage, darf man eben angeblich jetzt schon eine epidemische Lage ausrufen. Also das kann es ja nicht sein, wenn das nur annähernd stimmen sollte, muss ich ehrlich sagen. Das ist etwas, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich sag mal, wir leben ja nicht in einer Bananenrepublik, sondern es muss ja schon irgendwie wissenschaftlich alles begründet sein. Und da eben meine Frage, wer berät Sie da und wie weit sind Sie? Und
an den Petenten oder an die Petentin wäre noch mal die Frage, Bezug nehmend auf den WHO-Vertrag, auf den Pandemievertrag, vielleicht können Sie da noch mal erläutern, wo da explizit zu dem jetzigen Zeitpunkt Ihre Ängste liegen und was Sie befürchten. Ja? Danke. Vielen Dank, Frau Borchert. Frau parlamentarische Staatssekretärin, Frau Borchert, die Bundesregierung hat großes Interesse daran, dass wir zu einem guten Ergebnis beim Pandemievertrag. Ja, ich bemühe mich. Die Bundesregierung hat großes Interesse daran, dass es zu einem guten Ergebnis, zu einem erfolgreichen Verhandlungsprozess des Pandemievertrages kommt, weil ich habe Ihnen die Gründe dafür schon aufgeführt. Es geht um Prävention, es geht um Zugang, es geht aber auch um Kenntnis, frühzeitige Kenntnis, Genomsequenzierung. Und Sie kennen die ganzen Punkte. Und vor allem geht es um die koordinierte zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Denn Fakt ist, Pandemien, globale Pandemien lassen sich auch nur bekämpfen, wenn wir global gut zusammenarbeiten. Und das ist jetzt kein Beratungsprozess, der im luftleeren Raum stattfindet, sondern da ist intensive fachliche Begleitung. Aber auch dazu kann das Haus detaillierter ausführen, der diesen Prozess begleitet. Ja, herzlichen Dank. Der Prozess wird innerhalb der Bundesregierung von zwei Häusern federführend betreut, dem BMG und dem Auswärtigen Amt. Es ist aber nicht so, dass es allein eine Sachkompetenz dieser beiden Häuser wäre, sondern es sind praktisch alle Ressorts einbezogen, weil ja eben auch so große Bereiche mit abgedeckt sind, wie beispielsweise der Forschungsbereich, wie beispielsweise auch One Health, ein Bereich, wo das Landwirtschaftsministerium eine große Rolle spielt. Insofern stehen wir in einem ständigen Austausch mit den Experten. Es ist nicht so, dass es allein ein Dossier wäre, das sozusagen von zwei Häusern gestemmt werden könnte. Vielen Dank. Frau Wilschrey, bitte. Die Impfung habe ich angesprochen, um ein Beispiel dafür zu nennen, dass ich persönlich da nicht die Vertrauenswürdigkeit der WHO sehe, da sie, wie gesagt, auch in Bezug auf die privaten Unternehmen, Stiftungen eine Rechtfertigung hat, beziehungsweise auch eine Bringschuld dementsprechend hat. Das sind alles keine Non-Profit-Organisationen und die möchten natürlich auch was haben dafür, dass sie da Geld spenden. Da es alles Impfhersteller sind, ist für mich nicht jetzt gerade schwer, mir da eine Vorstellung von zu bilden, um was es da geht. Also nimm meine Impfstoffe, dafür bekommst du deine Spenden. Das wäre jetzt so das Offensichtlichste, was ich da annehmen würde. Der Pandemievertrag selbst bzw. die Abänderung der internationalen Gesundheitsvorschriften sieht vor, dass es Abänderungen bzw. auch Streichungen der Grundrechte gibt bzw. Einschränkungen der Grundrechte gibt. Wenn der Herr Generaldirektor einen Pandemiefall ausruft, er kann das wahrscheinlich, so wie es aussieht, im Moment willkürlich machen. Das heißt, er kann sagen, es ist eine Pandemie unterwegs, ihr bleibt jetzt alle zu Hause. Das sind meine Ängste, dass es da keine Kontrolle gibt. Die Staaten müssen nach dem jetzigen und beziehungsweise nach der jetzigen Version, nach der jetzigen diesem Zero Draft, sollen die Staaten mit diesen privaten Stiftungen wie auch immer zusammenarbeiten und sollen dann aber auch verbindlich die Anweisungen der WHO befolgen. Die Frage ist, wer kontrolliert das? Wer kontrolliert das? Wer sorgt dafür, dass wir, das ist eine außerstaatliche Organisation, wer sorgt dafür, dass wir unsere Grundgesetze, unsere Verfassung gewahrt bekommen? Wer sorgt dafür, dass wir tatsächlich frei entscheiden dürfen? Nehmen wir dieses Medikament? Nehmen wir dieses Medikament nicht? Wer sorgt dafür, dass kontrolliert wird, dass es nicht Vorzüge einiger Medikamente gibt, während andere in die Ecke gedrängt werden, die eigentlich vielleicht sinnvoller sein würden? Mittlerweile hat man ja auch herausgefunden, dass andere Medikamente während der vergangenen Pandemie eventuell helfen hätten können. Das sind meine Bedenken. Einfach etwas Außerstaatliches soll darüber entscheiden, wo wir hingehen dürfen, was wir für Medikamente nehmen, generell, wie wir uns in einer Pandemie verhalten. Was wäre das Problem, wenn die WHO weiterhin beratend zur Seite steht, die Staaten sich untereinander, aber eventuell in einem Krisengipfel, was auch immer, es gibt ja Möglichkeiten genug, absprechen, in Verbindung mit der WHO. Warum braucht die WHO diese Befugnis,
darüber entscheiden zu können. Natürlich darf man die, und kann man und soll man auch die WHO zur Beratung hinzuziehen. Aber warum ist es nötig, diesen Bereich auszulagern an eine Organisation, die weder staatlich ist, noch unsere Verfassung schützt, noch unsere Grundrechte berücksichtigt? Warum ist das nötig, das komplett auszulagern? Wir sind der WHO als Bürger ausgeliefert, wenn es tatsächlich so stattfindet wie in diesem Zero Draft vorgeschlagen. Also für mich macht es keinen Sinn. Ich bin der Meinung, der Staat hat dafür zu sorgen. Der Staat erhält unsere Steuer. Wir sind Arbeitnehmer, wir zahlen unsere Steuern. Und darum hat der Staat seine Verwaltungsaufgabe, seine Einhaltung der Verfassung, der Grundrechte wahrzunehmen. Ich muss da nichts auslagern. Frau Wildschrei, Sie gucken ab und zu schon auf die Uhr. Entschuldigung. Gut, alles klar. Danke. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen, an die Kollegin Corinna Rüffer, die uns zugeschaltet ist. Bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Petentin. Erstmal Dankeschön, dass ich mich in dieser Form in diese Beratung mit einbringen darf. Frau Wildschrei hat gerade gesagt und hat es auch schon in ihrem einleitenden Statement deutlich gemacht, dass sich viele Menschen Sorgen machten aufgrund dieses Pandemievertrages und aufgrund der Verfasstheit der WHO. Sie hat gesagt, dass die WHO ja keine Organisation von Staaten ausschließlich zumindest sei, sondern private Stiftungen und Unternehmen dort viel zu sagen haben, im Prinzip sozusagen für das Geld, das sie an die WHO geben, eine erwartete Gegenleistung haben möchten. Meine Frage richtet sich an Frau Ditschmar. Wie ordnen Sie das ein? Staatssekretärin Dittmar, bitte. Ja, also die WHO ist ein Zusammenschluss von 194 Mitgliedstaaten. Punkt. Bitte? Und vielleicht kann ich, soll ich zur Finanzierung noch was gerne sagen? Gerne. Die wird auch zu über 60% von öffentlichen Geldgebern finanziert, teilweise mit Pflichtbeiträgen, teilweise mit freiwilligen Beiträgen. Es sind dann noch weitere Finanziers. Moment, muss ich in meine Unterlagen schauen oder möchte vom Haus jemand übernehmen. Ich meine, die Stiftungen sind nur mit 10% insgesamt an der Finanzierung beteiligt, aber die andere Zusammensetzung machen Sie vielleicht. Sehr gerne. In der Tat, die WHO wird finanziert, ist eine mitgliedstaatliche Organisation aus 194 Mitgliedstaaten. Sie wird auch darauf legen, die Mitgliedstaaten Wert. Sie gehört sozusagen den Mitgliedstaaten und soll auch zu einem Großteil oder zu einem Löwenteil von Mitgliedstaaten finanziert werden. Ein Teil kommt durch Pflicht oder freiwillige Beiträge zustande. Ein weiterer großer Teil kommt aus dem UN-System, also von anderen internationalen Organisationen zustande. Und nur ein Bruchteil wird von Privaten geleistet. Es gibt eine große Stiftung, die sich engagiert bei der WHO, aber für ein spezifisches Programm, und das ist das Polio-Ausrottungsprogramm. Das heißt, das ist das zentrale Programm, wo die Mittel dieser Stiftung hingehen, über das Kernprogramm, die Kernaufgaben der WHO, die werden zu 90% von Mitgliedstaaten finanziert, beziehungsweise über andere internationale Organisationen, die wiederum von Mitgliedstaaten finanziert werden. Insofern gibt es da auch keinen Interessenkonflikt. Die WHO ist sehr, sehr bemüht, auch jeglichen Interessenkonflikt auszuschließen. Es gibt ein Regularium, das nennt sich FENSA, das regelt die Zusammenarbeit der WHO mit nichtstaatlichen Akteuren. Dazu zählen eben auch große Stiftungen. Und da sind durch die Mitgliedstaaten der WHO sehr, sehr klare Regeln gegeben worden, unter welchen Umständen die WHO beispielsweise mit Stiftungen zusammenarbeiten darf. Das ist extrem transparent gehandhabt. Bei der WHO stärker, transparenter als bei ganz, ganz vielen anderen internationalen Organisationen. Vielen Dank für die Beantwortung. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP-Fraktion. Der Kollege Totenhausen, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die WHO wolle in die Souveränität von Staaten eingreifen, liest man. Der Pandemievertrag wird von 194 Mitgliedstaaten ausgehandelt. Die WHO bestimmt nicht den Inhalt eines neuen internationalen Übereinkommens. Im Textentwurf des Abkommens wird die Souveränität der Staaten sogar hervorgehoben. Die WHO will Menschen zwingen, sich impfen zu lassen.
Im Text der Entwurf der WHO zum Abkommen des Pandemievorbereitung steht derzeit nichts von einer möglichen Impfpflicht. Vielmehr geht es ausschließlich darum, um eine gerechte Verteilung von Impfstoffen und Medikamenten zwischen ärmeren und reicheren Ländern. Und denn dies war vor allen Dingen während der letzten Corona-Pandemie ein besonderer Knackpunkt. Meine Frage an die Bundesregierung. Wie bewertet die Bundesregierung insgesamt den Fortschritt der Verhandlungen zum Pandemievertrag und rechnen Sie weiterhin damit, dass ein Verhandlungsergebnis, wie Sie schon angekündigt haben, in 2024 kommt? Wo liegt derzeit der Schwerpunkt der Verhandlungen und welche Punkte sind nach Ansicht der Bundesregierung kritisch zu bewerten? Und wir haben das ja gerade gehört, hat die Bundesregierung, das ist ja auch ein Vorwurf, hat die Bundesregierung Kenntnis oder Bedenken, dass private Stiftungen bzw. private Unternehmen Einfluss auf den Pandemievertrag nehmen könnten? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Todenhausen. Frau Staatssekretärin Dittmar, bitte. Es haben zwischen Zeit 21 bislang bis jetzt 6 Sitzungen dieses sogenannten INP, also dieses Intergovernmental Negotiation Body, also dieser Vereinigung von den 194 Mitgliedstaaten stattgefunden in hybrider Form in Genf. Allerdings meine ich, das Büro in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat arbeitet sehr intensiv außerhalb dieser Sitzungen, die da entsprechend vorbereitet werden. Vielleicht können Sie zu dem Stand der Verhandlungen detaillierter antworten. Sehr gerne. Sie fragten, was der Schwerpunkt der Verhandlungen ist und wo aus Sicht der Bundesregierung auch Schwierigkeiten im Verhandlungsprozess sind. Die Verhandlungen sind hoch polarisiert. Das kann man sich vorstellen in einer sozusagen geopolitisch sich verändernden Welt, dass es da verschiedene Blockbildungen auch gibt mit verschiedenen Interessen. Im Vordergrund steht zu einem Großteil für den globalen Süden der Zugang zu Impfstoffen, der schnelle und gleichzeitige Zugang, wie er eben bei uns bestand. Das ist ein Schwerpunkt, aber für die Bundesregierung und für viele andere Länder ist gerade auch der Schwerpunkt beim Pandemievertrag die Prävention einer zukünftigen Pandemie. Also auch da sozusagen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Prävention und Response, also Reaktion auf Krisen. Damit einher geht eine große Debatte um Patentschutz. Also wird Patentschutz, muss der aufgeweicht werden, um die nächste Pandemie auszuschließen? Ja, nein. Da gibt es auch, wie gesagt, natürlich verschiedene oder ganz konträre Auffassungen bei 194 Mitgliedstaaten. Ist es möglich, zu einem Abschluss zu kommen? Das war Ihre Frage. Bis Mai nächsten Jahres. Augenblicklich arbeiten noch alle Mitgliedstaaten mit dieser Fiktion, dass das möglich wäre. Ist das wirklich realistisch? Man kann da seine Zweifel haben, weil das ein großes Dokument ist und groß. Also noch haben wir ja nicht mal den First Draft. Der kommt ja erst noch. Und dann wird man verschiedene Verhandlungsrunden haben mit einem hochkomplexen Text, muss sich sehr gut Gedanken machen, welche Konsequenzen, welche Regelungen haben. Insofern gehen viele Experten davon aus, dass diese Frist nicht zu halten sein wird. Vielen Dank für die Ausführungen. Das Fragerecht geht jetzt an die AfD-Fraktion. Der Kollege Brandes, bitte. Ja, vielen Dank für das erteilte Wort, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst erstmal sagen, dass es sich hier doch um einen Ausschuss von Verfassungsrang handelt und nicht um den Kegelclub Fischbeck. Deswegen würde ich mir wünschen, dass zukünftig, wenn die Petentin, das ist hier noch nicht erwähnt worden, eine Begleitung sich wünscht, dass diesem Wunsch auch nachgegeben werden sollte. Das nur zur Info. Des Weiteren möchte ich ganz klar Frau Rudolph widersprechen, die sagte, die Verunreinigung von Impfstoffen hätte nun überhaupt nichts mit diesem Thema Pandemievertrag zu tun. Ich denke schon, dass das jede Menge damit zu tun hat. Es geht einfach um Vertrauen und das Vertrauen der Bürger in diesen Vertrag. Und wenn dieses Vertrauen zerstört wird durch Verunreinigung in Impfstoffen, die hier verabreicht worden sind und anscheinend nicht mal nach heutigen Standards erkannt wurde, dass diese Verunreinigungen da sind und die zu Impfschäden geführt haben, nachweislich, das wird ja auch von Ihrem Hause nicht komplett bestritten, wie soll das erst sein, wenn dieser Vertrag unterschrieben sein wird? Darum denke ich, sollte man da schon Bezug drauf nehmen. Und ich möchte gerne die Petentin fragen, diese Impfstoffgeschichte mit den Verunreinigungen durch DNA, was zu Genveränderungen im menschlichen Körper führen kann, ist das einer der Gründe, warum Sie diese Petition überhaupt gestellt haben? Und an die Frau Staatssekretärin würde ich gerne die Frage stellen,
Wie wird das zukünftig passieren oder wie könnte es aussehen, wenn dieser Pandemievertrag, wenn es zur Unterzeichnung kommt und jetzt schon verunreinigte Impfstoffe auf den Markt kommen und in die Menschen hier injiziert werden? Wie wird es erst sein, wenn der Pandemievertrag unterschrieben ist? Was haben Sie dann noch für einen Einfluss darauf oder was hat das Parlament noch für einen Einfluss auf die Verabreichung von solchen Impfstoffen? Diese Frage muss man einfach stellen. Danke schön. Frau parlamentarische Staatssekretärin Dittmar, bitte. Also der Vertragsentwurf, und ich gehe davon aus, dann auch der fertige Vertragstext, der beschäftigt sich nicht mit der Zulassung von Impfstoffen. Zulassung von Impfstoffen basiert bei uns entweder bei der FDA oder bei der EMA, also bei den entsprechenden Gremien. Und auch die Gabe dieses Impfstoffes dann entscheidet nicht die WHO, die entscheidet auch nicht der Deutsche Bundestag oder die Bundesregierung, sondern der Arzt und der Patient und die Patientin. Dankeschön. Frau Wilschrey, bitte. Also zu der Frage, ob das ein Grund war, diese Petition zu starten? Ja, definitiv. Man hat im Laufe der Zeit, seit diese Impfkampagne begonnen hat, ich in meinem Bekanntenkreis, vielleicht viele andere Menschen auch, festgestellt, dass Menschen, die sich haben impfen lassen, Schwierigkeiten bekamen. Gesunde Menschen, die plötzlich Thrombosen hatten, die plötzlich eine Myokarditis hatten, die plötzlich tatsächlich Autoimmunerkrankungen entwickelten. Zeitnah auch mit dieser Impfung und durch Ärzte kaum erklärbar, aber natürlich nicht auf die Impfung zu schieben. Also es ist fragwürdig, wo das dann herkam. Es muss einen Zusammenhang dazu gegeben haben. Und da ich in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis sehr viele Menschen hatte, die krank geworden sind, es waren auch welche dabei, die verstorben sind kurz danach, ältere Menschen natürlich, aber gesunde Menschen, Sportler, Hochleistungssportler teilweise sogar, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes getan haben, als sich gesund zu halten. Und diese Impfung sich haben geben lassen, um am öffentlichen Leben weiter teilzunehmen. Ja, diese Verunreinigungen, die ich da noch nicht kannte, sondern tatsächlich nur Merkwürdigkeiten in Verbindung mit dieser Impfung, haben dazu geführt, dass ich tatsächlich gedacht habe, das kann so nicht sein. Also es muss eine Erklärung geben, warum wird da nicht nachgeforscht, warum wird da nicht nachgefragt, warum interessiert es niemanden? Diese Menschen sind zum Arzt gegangen, die Ärzte konnten denen nicht helfen, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten hatten, haben gesagt, ich bin vor 2 Wochen geimpft worden, jetzt geht es mir irgendwie schlecht. Ja, das hat aber nichts mit der Impfung zu tun. Woher weiß man das, wenn man es nicht untersucht hat? Man hat nicht nachgeguckt. Die Ärzte weigern sich teilweise heute noch, irgendwas mit dieser Impfung in Verbindung zu bringen. Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die Fraktion Die Linke. Der Kollege Pellmann, bitte. Ich hatte nicht vermutet, dass wir heute über das Impfen sprechen, aber sei es drum. Ich bin übrigens ein großer Impffreund und mir ist die Impfung in allen Dosen bisher ganz gut bekommen. Liebe Frau Wildschrei, Sie haben ja ausgeführt, das ist auch schon zweimal jetzt nachgefragt worden. Der Vorwurf, die WHO könne weltweit die Menschenrechte verletzen, das halte ich schon für einen sehr starken Vorwurf. Und wenn ich das, was mir vorliegt und zugänglich ist, lese, finde ich dazu nicht wirklich etwas Greifbares. Daher meine sehr konkrete Frage, wo und an welcher Stelle in den bisherigen Vertragsentwürfen haben Sie denn einen solchen Paragraphen entdeckt? Und wenn Sie ihn entdeckt haben, vielleicht können Sie ihn hier noch mal konkret nennen, weil ich habe ihn nicht gefunden. Und in dem Zusammenhang, und das, wenn man die öffentliche Diskussion im Kontext mit der Petition sich anschaut, meine Frage an die Bundesregierung, welche Möglichkeiten hat denn die Bundesregierung und insbesondere Frau Staatssekretärin Dittmar bei offensichtlichen Falschinformationen, sogenannten Fake News, über Aufklärung, Informationskampagnen entsprechend gegenzuwirken? Und eine konkrete Frage noch, die ja auch im Kontext diskutiert worden ist. Wie nehmen Sie Stellung zu der Behauptung, dass die Weltgesundheitsorganisation den Pandemievertrag in, Zitat, dunklen Hinterzimmern ohne Demokratie und Transparenz verhandelt? Vielen Dank, Herr Kollege Pellmann. Frau Staatssekretärin Dittmar, bitte.
Ja, danke schön. Da sprechen Sie wirklich einen Punkt an, der uns auch sehr beschäftigt. Wie kann ich mit Fake News umgehen? Wie kann ich die ja wirklich vielen Falschmeldungen, die auch über diesen Pandemievertrag im Netz, in den sozialen Medien kursieren, entkräften? Wir versuchen das immer wieder durch Transparenz, durch darüber berichten in den Ausschüssen. Ich meine, das Haus berichtet regelmäßig im Unterausschuss globale Gesundheit über das Fortschreiten der Verhandlungen. Ich meine, bislang insgesamt viermal. Und dann ist, denke ich, auch Aufgabe der Parlamentarier, das dann auch entsprechend weiterzutragen und da entsprechend der Öffentlichkeit herzustellen. In dunklen Hinterzimmern wird hier ganz bestimmt nicht verhandelt, denn wenn ich mir anschaue, wie die Protokolle transparent auf den Seiten der WHO und auch bei der Europäischen Union entsprechend eingestellt sind, wünsche ich mir also diese Transparenz für viele, viele andere Gremien auch. Ich würde aber bitten, das Haus noch entsprechend zu ergänzen. In der Tat, die Dokumente sind transparent eingestellt auf den WHO-Seiten wie auch auf der Homepage der Europäischen Kommission. Es gibt Sitzungen, nicht alle, aber es gibt Sitzungen des Büros, die öffentlich tagen. Also auch da wird eine Transparenz hergestellt. Im Übrigen ist es Aufgabe, weniger Aufgabe der WHO als vielmehr Aufgabe der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, also die ja selber verhandeln und selber sozusagen souverän sind, sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit vernünftig über die Verhandlungen informiert wird. Wie Frau parlamentarische Staatssekretärin Dittmer berichtet hat, berichten wir schon in diesem Vorstadium oder haben das bereits, glaube ich, 4 oder 6 Mal getan. Es gibt öffentliche Veranstaltungen zu den möglichen Inhalten des Pandemievertrags, wo auch nichtstaatliche Akteure einbezogen sind. Insofern tun wir als Bundesregierung das Nötige, um möglichst gegen Fake News vorzugehen. Dankeschön für die Ausführungen. Frau Wilschrei, bitte. Fake News verbreite ich jetzt persönlich keine. Ich habe mir diesen Zero Draft angesehen. Ich habe mir den ausgedruckt. Der ist auf der WHO-Seite runterzuladen. In Bezug auf die Menschenrechte, das war ja Ihre Frage, welche Paragraphen. Die Paragraphen habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Es gibt eine Passage, in der geklärt ist, wie das menschenrechtlich, verfassungsrechtlich im alten Vertrag geregelt ist. Es sollen dort Passagen rausgeschrieben werden. Spezifisch sind das die Worte körperliche Unversehrtheit und Freiheit. Wenn solche Dinge aus Verträgen rausgestrichen werden sollen, dann tun die das ja nicht ohne Grund. Solche Begriffe zu streichen, bedeutet, diese Werte dann mehr oder weniger abzulehnen bzw. durch andere zu ersetzen. Es ist Fakt, dass diese Dinger gestrichen werden, also diese Passagen gestrichen werden sollen. Es soll eine Gleichheit dafür eingesetzt werden, eine Gleichberechtigung. Das ersetzt keine Freiheit, das ersetzt keine körperliche Unversehrtheit. Und wenn ich solche Dinge aus Verträgen herausstreichen möchte, wie auch immer, es ist ja noch im Entwurfsstadium, wenn ich solche Dinge vorhabe, aus diesen Verträgen herauszustreichen, dann muss ich mich fragen, warum muss man das tun? Wenn doch alles freiwillig ist, wenn doch alles überhaupt gar nicht schlimm ist und wenn man doch eigentlich gar nicht vorhat, irgendwem irgendwas aufzudrängen. Wenn ich meine Freiheit abgeben muss, beziehungsweise wenn meine Freiheit aus irgendwelchen Verträgen herausgestrichen wird, dann entscheidet das doch nicht eine WHO. Das kann doch nicht ein Staat mit einer WHO beschließen, dass man diese Passagen aus Verträgen rausstreicht. Was haben wir denn eigentlich dazu zu sagen? Wir Bürger haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo was einzusehen. Es hieß jetzt gerade hier auch, das ist alles öffentlich einsehbar und das ist alles, es wird alles publik und transparent gehalten. Ich bin ein ganz normaler Bürger. Ich sehe davon nichts. Ich höre davon weder im Fernsehen, noch lese ich davon in der Zeitung, noch sehe ich davon irgendwelche großartigen Ankündigungen oder irgendwas an. Ich sehe davon nichts. Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die SPD-Fraktion. Die Frau Kollegin Rudolph, bitte.
Vielen Dank. Also ich gehe noch mal zurück auf die Petition und auf den Wortlaut und auf die Unterstellung, es würde zu einer Einschränkung und zum Verlust von Grundrechten kommen. Weder in der Petition, im Erläuterungstext noch hier in dieser Diskussion ist irgendein Beleg dafür angeführt worden, an welcher Stelle wir das finden. Das ist nichts, was Sie im Kopf haben müssen, das sage ich gar nicht, aber man hätte das ja ruhig schriftlich fixieren können, dann wüssten wir nämlich auch, worüber wir konkret hier reden. Die Aussage, dass Freiheit oder Wörter gestrichen werden und das hier ohne Zusammenhang zu erwähnen, ist ehrlich was, was nicht sachdienlich ist und auch nicht wirklich weiterhilft. Zur Befürchtung, die Sie äußern, dass nationalstaatliche Interessen übergangen werden und dass wir, ich glaube, das Zitat war, dass wir Entscheidungen auslagern an die WHO, da muss man sich jetzt natürlich fragen, wie geht man damit einer Situation um, die mehr als einen einzelnen Staat berührt. Wenn es eben nicht nur um Deutschland geht, sondern auch um andere Staaten, dann braucht es ja eine übergeordnete Entscheidungsinstanz und vor allem eine Instanz, wo eine Bündelung und wo eine Koordination zusammenläuft. Und wenn es die WHO nicht gäbe, ich glaube, dann müsste man sie genau zu diesem Punkt erfinden. Und trotzdem noch mal zu dem Vorwurf, das würde ich an die Bundesregierung gerne als Frage formulieren. Was ist mit der Unterstellung, was ist mit der Angst davor, dass ein Einzelner nach Gutdünken, ich glaube, der Generaldirektor war hier adressiert, eine Pandemie ausruft, ist das so, dass das ein Einzelner nach Gutdünken entscheidet oder welche Mechanismen laufen ab? Wie ist da der Prozess, dass es zum Ausrufen einer globalen Pandemie kommt? Vielen Dank. Dankeschön, Frau Kollegin Rudolf. Frau parlamentarische Staatssekretärin Dittmar, bitte. Ja, also nach meiner Kenntnis wird dieser Punkt aktuell diskutiert in den Arbeitsgruppen, ob die WHO eine Pandemie ausrufen kann. Ist aber noch nicht abschließend diskutiert. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es aktuell schon möglich ist, dass in den internationalen Gesundheitsvorschriften eine entsprechende gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite vom Generalsekretär der WHO ausgerufen werden kann. Das ist allerdings an sehr strengen Kriterien gebunden. Also das muss mit einem signifikanten Risiko für eine internationale Ausbreitung sowie für Interferenz mit Handel und Verkehr und so weiter entsprechend zusammenhängen. Aber wenn diese Pandemie ausgerufen ist, dann ist es immer noch in der Entscheidung der einzelnen Länder, wie dann im in der nationalen Souveränität entsprechend mit der Thematik umgegangen werden. Weil Pandemie heißt ja auch nicht, dass das flächendeckend gleich alle Nationen gleich betroffen sind, sondern da gibt es auch unterschiedliche einfach Befindlichkeiten. Und da muss dann ganz adäquat und individuell in der Entscheidung des Landes, in der nationalen Entscheidung, darauf reagiert werden. Was wollen Sie noch ergänzen? Das kann ich gerne tun. Also augenblicklich kann der WHO-Generaldirektor nach den internationalen Gesundheitsvorschriften eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausrufen. Das tut er auf Empfehlung üblicherweise des Emergency Committees. Das ist auch sozusagen ein Expertengremium, was regelmäßig tagt und sich eben nicht nur mit Covid beschäftigt, sondern natürlich mit jeglichen Ausbruchsgeschehen wie Polio, wie Ebola etc. Wenn der WHO-Generaldirektor eine entsprechende gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite kundgetan hat oder ausgerufen hat, führt das nicht zu einem Grundrechtseingriff irgendwo auf der Welt. Durch diese Deklaration kann die WHO Empfehlungen für Verkehr und Handel aussprechen, die jedoch von den Mitgliedstaaten, von den Parteien, also von den Ländern, so auch Deutschland, nicht verbindlich umgesetzt werden müssen. Das ist nationale Souveränität. Das heißt, jeder Staat kann sich daran halten, muss es aber nicht. Sowohl bei den IGV als auch im Rahmen des internationalen Pandemieabkommens wird die Zusammenarbeit zwischen den Staaten aktiviert. Gerade wenn eine entsprechende Pandemie erklärt wird. Es ist aber nicht vorgesehen, Maßnahmen für alle Länder gleichzeitig sozusagen vollkommen undifferenziert oder für einzelne Staaten vorzuschreiben. Es bleibt bei der staatlichen Souveränität. Und das sind Empfehlungen, die WHO ausspricht, an die man sich halten kann, aber nicht muss. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion. Frau Kollegin Borchert, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für Ihre Ausführung. Ich würde mich aber gerne noch mal eine Ausführung anschließen. Und zwar haben Sie jetzt von diesem Expertengremium gesprochen. Das würde mich noch mal interessieren. Wenn ich das richtig gelesen habe, setzt sich das ja auch zusammen aus den unterschiedlichen Mitgliedstaaten teilweise. Aber der Generalsekretär darf entscheiden, wen er aus diesem Expertengremium nimmt oder nicht nimmt. Das heißt, es geht nicht darum, wer die bessere Expertise, ich überspitze das mal, sondern er sagt, Mensch, mit dem ist es einfacher zu fahren, mit dem nehme ich, den nehme ich. Also das finde ich jetzt etwas doch merkwürdig, als ich das gelesen habe. Und meine zweite Frage geht noch mal, wie schätzen Sie als BMG ein, dass die großen Player wie Amerika und also USA und China nicht dabei, nicht, also letztendlich nicht mitspielen möchten beim WHO-Pandemievertrag? Und wie, was sehen Sie, also welche Auswirkungen sehen Sie in Bezug auf die Wirkungskraft dieses Pandemieverfahrens? Das sind ja keine kleinen Länder, sondern haben ja doch erhebliche Auswirkungen darauf. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Borchardt, Frau parlamentarische Staatssekretärin. Also ich habe keine Kenntnis, Dittmar, dass diese beiden Länder da nicht mit verhandeln würden, aber ich würde, damit es einfach fachlich fundiert ist, an die Abteilung weitergeben, auch was das Expertengremium betrifft. Dankeschön. In der Tat. Also bei den Expertengremien ist es immer so bei der WHO, dass man, die WHO hat 6 Weltregionen, die europäische Region und andere Regionen. Und bei der WHO kommt es sicherlich immer darauf an, dass man eben eine ausbalancierte Besetzung von Expertengremien hat. Und natürlich, wie es im wissenschaftlichen Raum immer der Fall ist, gibt es da sozusagen, ist der eine der Meinung, er ist der einzige Experte und der andere. Also insofern ist auch, und ich glaube, in die Richtung ging Ihre Frage, die Besetzung von Expertengremien auch immer mit sozusagen Kritik und Lob vorhanden. Aber egal, was der WHO-Generaldirektor macht, er steht ja sozusagen nicht einzeln da und ist sozusagen Gott gegeben, sondern er wird kontrolliert durch die 194 Mitgliedstaaten. Es gibt einen Exekutivrat, der zweimal im Jahr tagt und, also der zweimal förmlich im Jahr tagt und darüber hinaus auch Sondersitzungen abhalten kann. Und einmal im Jahr gibt es die sozusagen Mitgliederversammlung, die Weltgesundheitsversammlung. Und da wird der WHO-Generaldirektor kontrolliert und kann auch abgesetzt werden. Also da werden sozusagen Entscheidungen durch den Staat überprüft, durch die 194 Mitgliedstaaten. Hinsichtlich der Frage, China und die USA, beide sitzen am Verhandlungstisch mit dabei, wie alle anderen 194 Mitgliedstaaten auch. Es ist so, dass abhängig davon, und das kann man sozusagen für jedes internationale Abkommen sagen, abhängig davon, ob einem dann am Ende des Tages das Resultat gefällt, bleibt es in staatlicher Souveränität, ob ich das Ganze unterschreibe und ob es dann nationalstaatlich ratifiziert wird, wo ja dann im Zweifel auch der Bundestag erneut eine Rolle hätte. Und auch das muss man natürlich abwarten in allen Ländern, wie das Resultat ist und ob die Länder dann auch tatsächlich das Ergebnis eines internationalen Ausverhandlungsprozesses ratifizieren. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Röffer, bitte. Angesprochen, wo das Problem der Transparenz, dass natürlich auch diese Sitzung dazu beiträgt, dass wir alle besser verstehen, wie dieser Pandemievertrag möglicherweise zustande kommt. Unsere Petentin Frau Wildschrey hat ja jetzt mehrfach ihrer Sorge Ausdruck verliehen, dass die WHO über diesen Pandemievertrag im Grunde genommen unser Grundgesetz, das Recht auf die körperliche Unversehrtheit außer Kraft setzen könnte. Wenn das nochmal quasi eindeutig kommentiert werden könnte, das fände ich wichtig. Und das andere ist es richtig, dass die WHO in der Pandemie nicht etwa für eine allgemeine Impfpflicht plädiert hat, sondern sogar im Gegenteil davor gewarnt hat? Frau Abgeordnete, Ihre Frage ging an die Bundesregierung. Frau parlamentarische Staatssekretärin Dittmar, bitte. Ja, danke, Frau Rüffert. Einfach, um es noch mal klarzustellen, es werden im Pandemievertrag, wenn er denn ausverhandelt ist, weder Grund- noch Menschenrechte in irgendeiner Form eingeschränkt. Das ist nicht der Fall, weil in Artikel 16
wenn man in den jetzigen Vertragsentwurf reinschaut, wirklich explizit erwähnt, wird, dass die Vertragsparteien ihren nationalen Kontext bei der Erstellung und Umsetzung von Pandemienpräventions- und Reaktionsplänen entsprechend berücksichtigen sollen. Bezüglich der Impfpflicht und der Position der WHO bin ich jetzt, also müsste ich in meinen Unterlagen nachschauen, bin ich jetzt überfragt. Ich weiß nur, wie das Thema bei uns jetzt hier in Deutschland diskutiert worden ist. Da könnte ich was dazu sagen. Aber ich war jetzt, wie gesagt, wieder die Mehrheit hier jetzt nicht auf Impfung vorbereitet, sondern auf Pandemieabkommen. Deswegen müsste ich Ihnen das noch nachliefern. Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP-Fraktion. Der Kollege Totenhausen, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bevor jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen, die haben bewusst die letzte Frage nicht beantwortet, stelle ich meine Frage von eben nochmal, die leider nicht beantwortet ist, nämlich die Bundesregierung. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon oder Bedenken, dass private Stiftungen oder Unternehmen Einfluss auf den Pandemievertrag nehmen können? Das war meine ehemalige Frage. Und jetzt eine Frage noch dazu. Die Petentin hat ja in ihrer Petition vieles aufgezählt, was sie alles kritisch sieht und auch als Teil des Pandemievertrages. Ist davon irgendetwas Teil des Mandates der WHO? Das ist meine Frage. Und meine Frage an die Petentin. Denken Sie, dass die Welt ohne Pandemievertrag ausreichend auf die nächste Pandemie geschützt ist? Vielen Dank. Frau Parlamentarische Staatssekretärin Dittmar, bitte. Jetzt, Herr Abgeordneter, die Inhalte des Pandemievertrags werden ausschließlich von den 194 Mitgliedstaaten festgelegt. Deswegen haben wir auch keine Sorge, dass die Stiftungen entsprechend Einfluss auf den Pandemievertrag nehmen können. Jetzt haben Sie noch mal explizit nach den Themen der Petition gefragt. Ich muss Ihnen sagen, zum Thema Einschränkung und Verlust der Grundrechte habe ich schon ausgeführt. Das wird im Pandemievertrag im Gegenteil. Menschenrechte werden sogar noch gestärkt, nämlich das Menschenrecht auf Gesundheit, wenn man sich die einzelnen Prinzipien entsprechend anschaut. Diese Macht und Pharmaindustrie und Privatisierung sowie Geschäftsleute finanziert. Also das spielt hier auch keine Rolle. Und auch diesen Interessenskonflikt, der hier erwähnt ist, den sehen wir nicht. Die WHO die Macht zu geben, weltweit Menschenrechte zu verletzen, widerspricht der Verfassung. Da hätten Sie recht, wenn es so wäre. Aber diese Macht hat die WHO nicht. Im Gegenteil, sie stärkt die Menschenrechte. Vielen Dank. Frau Wilschrey, bitte. Ja. Wir würden besser oder genauso gut wie bisher durchkommen. Wir hatten bisher auch Pandemien im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der letzten Jahrzehnte. Es gab kürzlich Corona. Es bedarf keiner nichtstaatlichen Organisation, um sich als Staat mit anderen Staaten zusammenzusetzen und zu überlegen, wie gehen wir vor. Wie gesagt, es ist ja kein Problem, wenn die WHO dabei sitzt und berät. Das ist ja nicht das Problem. Aber die Entscheidungsgewalt sollte doch definitiv in den Staaten bleiben. Was ganz kurz noch, weil es mir auf der Seele brennt. Natürlich wird die WHO von privaten Stiftungen, Unternehmen und allen anderen. Im Jahre 2021 war die Bill und Melinda Gates Stiftung der zweitgrößte Geldgeber der WHO. Das ist auf der Seite der WHO absolut ersichtlich. Deutschland an erster Stelle. Die Gavi Alliance liegt ungefähr in der Mitte. Das ist ein Zusammenschluss von Impfherstellern. Die Kombination, es gab in der Pandemie nur dieses Medikament, nur diese Therapie war angesagt. Alle anderen Medikamente, wie ich eben schon erwähnt habe, wurden als nicht geeignet erachtet. In den Krankenhäusern wurden die Ärzte angewiesen, bei Lungenentzündungen nicht die gängige Behandlung anzuwenden, sondern tatsächlich invasiv sofort zu beatmen, wodurch es wirklich große Schäden gab. Menschen sind gestorben deswegen. Die hätten mit einem Antibiotikum wahrscheinlich überlebt. Und das sind Dinge, wo ich mir sage, da ist es doch eigentlich besser, wenn der Staat sich beraten lässt, letztendlich aber selbst entscheidet. Es ist ja in jedem Land gleich. In jedem Land hat man diese Medikamente, die alternativ hätten gegeben werden können, absolut beiseite geschoben, hat diese Impfung. Ich weiß, wir sprechen, es ist einfach so, dass es das erklärt.
Warum muss man unbedingt die Impfung haben? Warum war die Impfung das alleinige Therapeutikum für diese Pandemie? Warum hat man nicht gesagt, wisst ihr was, wir gucken, was hilft, das nehmen wir. Warum musste es die Impfung sein? Es hat sich im Nachhinein gezeigt, dass sie überhaupt keinen Schutzmechanismus hat. Es hat weder die Viren aufgehalten, die Leute waren weiterhin ansteckend, sie mussten weiterhin eine Maske tragen. Von allen anderen Impfungen, die ich selbst habe, ich bin bis zu den Masern, ich bin gegen alles geimpft eigentlich. Ich habe kein Problem mit Impfungen. Ich habe nur ein Problem damit, ein Medikament vorgeschrieben zu bekommen, das überhaupt nicht erforscht ist. Es wird seit 30, 40 Jahren an dieser Technologie geforscht. Und warum hat man es bisher nicht zur Zulassung gebracht? Warum hat man es bisher nicht zugelassen? Nein, hatte man nicht im Tierarzneimittel-Tierarztbereich hat man gibt es ein Medikament. Mein letzter Stand, das zugelassen ist, was von den Tierärzten aber definitiv wirklich fast nie verwendet wird. Die Zeit, Entschuldigung. Also ja, es wäre möglich, ohne die WHO eine Pandemieregelung zu finden, auch eine Prävention stattfinden zu lassen. Danke. Die Frage richtet jetzt an die AfD-Fraktion, der Kollege Brandes, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also es wird immer so ein bisschen so suggeriert, als wäre die WHO völlig eigenständig und überhaupt nicht weisungsgebunden. Die Petentin hat es eben schon gesagt. Also es ist ja nicht nur die Bill und Melinda Gates Foundation, sondern Bloomberg Philanthropies, Rockefeller Foundations, diverse andere private Investoren, kann man ja schon fast sagen. Und das sind ja auch Netzwerke, die sich dann unter anderem auch mit der Johns Hopkins Universität und anderen, also Netzwerke, die sich mit der Entwicklung von RNA-Impfstoffen beschäftigen. Und dann muss ich sagen, Frau Müller-Gemmicke, doch, dann hat das irgendwie schon etwas damit zu tun. Ja? Also das lässt zumindest darauf schließen, wenn man sich diese Zusammenhalte einfach mal ansieht, kann man nicht so tun und wegschauen, als ob das alles nichts miteinander zu tun hat. Die Frau Staatssekretärin hat gesagt, die Impfstoffe in Amerika werden von der Food and Drug Administration zugelassen. Ich frage immer noch, wie sieht das zukünftig aus? Sie sagen ja, dieser Vertrag existiert noch nicht, ist aber jetzt schon länger beschlossen, dass dieser Vertrag ausgearbeitet werden soll. Wie wird das zukünftig laufen? Und wofür wird sich die Regierung über die EU-Institution einsetzen, was da drin steht und was da nicht drin stehen darf in Bezug auf unsere Menschenrechte? Ja? Und die Frage ist wirklich, Frau Staatssekretärin, sollte es dann doch irgendwo drin stehen und das große Impfen wird wieder ausgerufen, können Sie dem dann vertrauen, wenn dieser Pandemievertrag besteht, und würden Sie und Ihr Mann dann zu dieser Impfung gehen? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brandes. Frau parlamentarische Staatssekretärin Dittmar, bitte. Ja, also ich muss jetzt einfach noch mal feststellen, der Pandemievertrag beschäftigt sich nicht mit Zulassungsfragen bezüglich Impfstoffe. Das ist ein ganz klar geregeltes Zulassungsverfahren, die für Impfstoffe existieren. Und ich kann Ihnen ganz offen sagen, wenn ein Impfstoff zugelassen ist von der FDA oder von der EMA, wenn unser PI-Institut entsprechend geprüft hat, dann würde ich mich selbstverständlich impfen lassen und auch mein Mann. Und ich sage Ihnen, ich würde selbst auch aktiv impfen in meiner Profession als Medizinerin. Die Bundesregierung setzt sich, die habt zu Anfang die Punkte schon genannt, die für uns schwerpunktmäßig hier bei der Verhandlung eine Rolle spielen. Das ist die Prävention, um Pandemien nach Möglichkeit zu verhindern. Das ist die gerechte Verteilung von Medizinprodukten. Dazu gehören Impfstoffe, Medikamente, aber auch medizinische Schutzausrüstung. Das ist der Zugang zu Daten. Das ist aber auch die Verbesserung der Kooperation zwischen den Staaten und vor allem ist es uns auch wichtig, dass im Rahmen der Pandemieprävention der Kapazitätsausbau, vor allem auch im globalen Süden, und für hier entsprechend unterstützt wird und die befähigt werden, da auch entsprechend zu agieren. Und den schnellen Zugang, Datenzugang habe ich schon erwähnt. Und uns ist es auch wichtig, dass es keine Barrieren für Forschung gibt, und zwar sowohl allgemein als auch ganz spezifisch für die Entwicklung von Pandemieprodukten. Danke schön. Das Fragericht geht jetzt an die Fraktion Die Linke. Der Kollege Pellmann, bitte. Auch wenn es mir schwerfällt, weil auf meine Frage nicht wirklich geantwortet worden ist,
Vielleicht wäre es gut, wenn man auch, wenn man Petitionen einreicht, sich auf Fach- und Faktenwissen beruft und nicht belegbare Dinge hier behauptet. Das halte ich tatsächlich für schwierig. Ich habe zwei Fragen noch an die Frau Staatssekretärin Dittmar. Das erste, es ist ja im Zusammenhang mit der Petition geäußert worden, dass Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliches Engagement bei der WHO ausgeschlossen sei. Vielleicht können Sie die Zeit nutzen, auch dieses, wie ich finde, falsche Argument noch mal richtig zu stellen. Und es ist auch im Zusammenhang behauptet worden, dass es hier bei diesem Vertrag um Abschaffung von Demokratie und nationaler Souveränität geht. Wie würden Sie diese Äußerung einstufen? Und Unterfrage dazu, welche Möglichkeit hat denn der Vertrag, in nationales Recht überhaupt einzugreifen? Danke schön, Herr Kollege Pellmann. Frau parlamentarische Staatssekretärin Dittmar, bitte. Ja, zum zivilgesellschaftlichen Engagement kann ich so viel sagen. Mein Mitarbeiter aus dem Ministerium hat dazu ja schon ausgeführt, aber ich bitte ihn, das dann einfach noch mal zu ergänzen, dass da entsprechend immer wieder Anhörungen und Veranstaltungen eben mit den NGOs und mit der Zivilgesellschaft stattfinden, öffentliche Anhörungen, entsprechende Diskussionen. Wir hatten, glaube ich, auch zwei Hubs hier bei uns in Deutschland schon entsprechend zu der Thematik, aber ich weiß auch, dass das in Genf diesbezüglich so stattfindet, aber da bitte ich dann auch entsprechend zu ergänzen. Und ich kann nur einfach noch mal erwähnen, wenn es wirklich zum Abschluss des Pandemieabkommens kommt, wir haben ja gesagt, angepeilt ist 24, muss man schauen, ob dieses Zeitfenster zu halten ist, dann muss es erst in den Ratifizierungsprozess in den einzelnen Ländern, um dann in nationales Recht übergeführt werden zu können. Das setzt ein Ratifizierungsgesetz im Deutschen Bundestag voraus, das dann, meine ich, im Bundesrat noch bestätigt oder auch abgestimmt werden muss, bestätigt werden muss. Und die dritte Frage habe ich jetzt vergessen. Herr Kollege Pellmann, möchten Sie noch mal? Ja, ganz kleinen Moment, wenn ich. Was? Genau. Inwieweit in die Souveränität? Also es ist kein Eintritt in die Souveränität, weil erstens verhandeln ja alle 194 Mitgliedstaaten. Also es wird ja nicht überall verhandelt, sondern man bringt sich selbst mit seinen Positionen mit ein und man verhandelt und bestimmt ja auch nur das, was im Konsens miteinander verabschiedet worden ist. Und wie gesagt, letztendlich wird dann auf nationaler Ebene entschieden, ob ratifiziert wird oder nicht. Vielleicht könnten Sie zu den Zivilgesellschaften mal noch was sagen. Genau, es gibt zwei Möglichkeiten der Beteiligung von Zivilgesellschaft. Über die eine haben wir hier schon gesprochen, nämlich über sozusagen zivilgesellschaftliche Beteiligung im nationalstaatlichen Kontext, also sozusagen außerhalb von Games in den Ländern, die jeweils mitverhandeln. Das machen wir und in Genf selber. Auch die WHO engagiert sich nicht nur mit Zivilgesellschaft, sondern natürlich auch mit Wissenschaft und Expertenanhörungen gibt es in diesem Prozess, weil es eben hochkomplex ist und weil man natürlich neben den Mitgliedstaaten auch sogenannte nichtstaatliche Akteure mit einbeziehen möchte. Auch da gibt es wieder ein Regularium, was bei der WHO gilt, dieses FENSA, das genau dafür da ist, sicherzustellen, dass es da auch da keine Interessenskonflikte gibt, beziehungsweise dass es möglichst transparent gehandhabt wird. Vielleicht noch ein Punkt zur staatlichen Souveränität. Das gilt, glaube ich, für alle internationalen Abkommen. Also dieser Pandemievertrag, wenn er denn kommt, soll die Rechte und Pflichten von Ländern regeln, untereinander. Er greift nicht, er soll sozusagen nicht in die Grundrechte einzelner Bürger eingreifen, sondern er soll genau das regeln, was es im Pandemiefall eben zu befördern gibt, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern. Wenn ein Land den zukünftigen Vertrag signiert und ratifiziert hat, nationalstaatlich unter Einbeziehung der Parlamente, dann gilt dieser Vertrag erstmal. Aber natürlich ist es wie bei anderen internationalen Verträgen auch möglich, wenn einem das nicht mehr gefällt, kann man üblicherweise aus internationalen Verträgen auch wieder raus. Also man kann natürlich auch, also man ist nicht sozusagen für immer und ewig einem internationalen Vertrag unterworfen. Ich sage das deswegen, um zur Klarstellung, dass es da auch immer einen Weg zurück gibt. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, entsprechend dem vereinbarten Ablauf beende ich nun die Behandlung dieser Petition. Ich danke Ihnen, Frau Wilschrey, für die Petition und Herrn Dr. Otto Kirchner für Ihr Kommen. Auch Ihnen, Frau parlamentarische Staatssekretärin Dittmar, nochmals herzlichen Dank für Ihre Zeit. Die Sitzung ist geschlossen.